Ich habe mal irgendwo beim Vortrag, ich weiß nicht, wo es war, Brasilien oder so, vielleicht auch in Deutschland, habe ich mal so nebenbei gesagt, bei unserem ISB ist ganz wichtig Fokusdisziplin, Zeitdisziplin und was war das dritte? Rollendisziplin. Und das war eigentlich gar nicht als Referat gedacht, aber alles zückte sofort. Die Schreibgeräte, dann schrieb sich das auf. Und das ist ja auch eine Kulturfrage, das kennen Sie alle, wenn Sie Seminare leiten oder Teamsitzungen leiten. Jeder ist so eingespannt, dass er gern sich kleine Freiheiten nimmt. Entweder, dass er mit der Zeit schludert oder dass er mal was bespricht, was aus seiner Rolle im Moment gar nicht relevant ist oder zum Thema nicht besonders wichtig ist, weil man halt gerade Lust hat, das zu erzählen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man da auf eine freundliche Weise auch einfach für Disziplin sorgt, weil sonst jeder nur macht, was er immer macht. Und dazu brauchen wir eigentlich nicht zusammenhocken. Und also Rollen, Zeit und Fokusdisziplin ist mir immer sehr wichtig und insbesondere, wenn man Untergruppen arbeitet, bei uns am Institut ganz wichtig, es gibt keine Entschuldigung, nicht fertig zu sein, nach der geplanten Untergruppensitzung und zu kommen. Weil das wird tödlich, weil das Ganze wird derhythmisiert und das ist im Unternehmen natürlich auch nicht anders. Wenn da jeder denkt, ja, gilt schon im Prinzip, aber ich habe ja gute Gründe und so, dann läuft dieses komplexe Räderwerk natürlich aus dem Lot. Man wird vielleicht nicht immer fertig, aber man muss Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Rahmenklärung stattfindet. Bitte. Wir kommen aus dem deutschen Raum. Disziplin ist ein extrem negativ sortiertes Wort. Das heißt, jeder, der heute an Teambildung denkt, denkt nachher an Militär. Das ist in Deutschland ist es so. Wenn ich in Kalifornien bin, finde ich die Disziplin toll, weil das ist was Neues. Das haben sie nämlich nicht. Die gehen das ganz anders an. Wie könnte man das anders umschreiben? Dieses Wort. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich die Disziplin komme, dann. Ich hatte das Problem noch nie. Schule, Rotschrift und keine Freiheit, keine Vision mehr. Das ist die Schweiz. Ja, meine Lieben, ihr seid so preußisch diszipliniert. Also. Also, meine Erfahrung ist, dass jeder sofort merkt, wie es gemeint ist und dass, wenn man sich daran orientiert, was für eine segensreiche Wirkung für die Kultur eines Seminars das hat. Und solche Diskussionen habe ich da nicht. Also kann ich jetzt nichts zu sagen. Es gibt aber Disziplin ist ja eine Wertschätzung. Wenn ich Aufgabe kriege, in 10 Minuten eine Gruppenarbeit mit dem Fokus zu machen, dann ist es die Wertschätzung gegenüber dem Auftragsteller, genau das zu erfüllen. Das ist, sagen wir, im Umkehrschluss ist Disziplin. Aber ein Wertschätzung. Vielleicht, wenn wir uns noch was Besseres einfällt, ist mir das recht. Ich habe ja immerhin kleines Latinum, hat man mir eher gnadenhalber gegeben, als ich versprochen habe, dass ich nicht weiter Latein lerne. Und daraus weiß ich, dass es eigentlich Schülertum heißt. Scholarship. Und das ist eigentlich eine sehr. Weil wir haben zum Beispiel das gemacht. Fehlerliste in der Schweiz funktioniert auch nicht, macht niemand. Ich habe jetzt die Mistliste daraus gemacht, das ist nämlich das, was ich sage, das ist ein riesen Mist, der stinkt und wenn ich nichts mache, explodiert der. Jetzt geht's. Oder? Weil die Mistliste ist dort, wo der Mist drauf ist, der uns ärgert, und die Fehlerliste ist dort, wo der Rotstift kommt. Nur um einfach zu sagen, ich nehme das mal als Anregung, wir müssen es jetzt vielleicht nicht zum Hauptthema machen. Okay. Ja, bevor es jetzt wildwüchsig losgeht. Das passt aber ganz gut zu dem, was wir als erstes diskutiert haben in unserer Gruppe. Nämlich Moment. Ich würde gerne erst das Setting richten. Oh, okay. Ja, weil im Theater spielt man auch nicht einfach los, bevor der Vorhang aufgeht. Ich würde jetzt gerne, weil wir das ja noch nicht gemacht haben, eine kurze Runde machen. Und einfach nur von jedem 2, 3 Sätze, wo er steht, bezogen auf das Thema hier heute. Also, dass wir auch so ein bisschen wissen, wie geht es uns damit und was im Moment sozusagen eine Hauptfragestellung ist, die ihn oder sie beschäftigt, wenn. Und das einfach nur mal anhören, dass wir auch seismografisch voneinander ein bisschen was erfahren. Und danach überlegen wir dann, wie wir es weitermachen. Also nicht losdiskutieren, dieser Reflex ist ja hoch, das habe ich in verschiedenen Gruppen
ja, beobachtet. Auch das, man muss einfach die Reflexe relativ früh unterbrechen, weil wenn man erstmal in diesen Schwung kommt, ist es schwierig. Also immer die Initialmomente sind für Kulturbildung immer ganz entscheidend. Wenn man da schleifen lässt, das bezahlt man meist ziemlich teuer. So, jetzt machen wir diese Runde. Ich bevorzuge, wenn man einfach der Reihe nach macht. Dann muss man nicht immer überlegen, wann bin ich jetzt dran und drei atmen gleichzeitig ein und zwei müssen dann leer ausatmen und so. Fangen Sie einfach an. Ja, okay. Danke. Als Teilnehmerin heute. Ja, klar. Ja, das Thema Kulturentwicklung. Kultur ist das, was die Menschen ausmachen in der Organisation, in dem System, wo sie sind. Mich hat es angesprochen, weil wir ja einen Nachfolgeprozess, den haben wir vollzogen und wir haben auch neue Kollegen an Bord und jeder Einzelne trägt dazu bei, zu dieser Kultur, die wir haben. Und ich denke, diese Kultur, eine gute Kultur des Miteinanders, des Füreinanders und für andere, die bewegt mich, die treibt mich an, die weiterzuentwickeln. Und ich denke, wenn wir unsere Kunden fragen, wo sind wir authentisch, wo leben wir das, was wir vorgeben zu sein, und wenn unser Kunde so ehrlich ist und uns sagt, hier erlebe ich etwas ganz anderes als das, was ich mir wünsche, dann könnten wir uns glücklich schätzen. Und dann hätten wir nämlich konkret etwas, an dem wir weiterarbeiten könnten. Ich finde, diese Offenheit, also das Vertrauen und die Offenheit untereinander, sich ehrlich auch sagen zu können, ohne Angst, wo etwas nicht passt, ich glaube, das ist etwas, was ich mir einbilde, was wir haben, aber was wir weiterhin fördern sollten. Also das ist das, was mich bewegt hat, was unsere Organisation bewegt. Hm. Natürlich habe ich auch noch Gedanken gehabt als Berater. Ja, wir werden nachher. Wir haben noch, halte ich jetzt für mich. Ja, ja. Wir haben noch Gelegenheit, das zu teilen. Ja, also für mich war so bei Ihrem Vortrag vor allen Dingen, dass ich bei mir viele Prozesse in den letzten Jahren intern verändert habe, mit internem Personal auch erdacht und durchgespielt und erstmal die Zeitabläufe, wie lange es dauert, bis sich da Veränderungen einstellen und es auch gelebt wird, was auch manchmal nicht gelebt wird, wo ich mich immer gefragt habe, ich verstehe das nicht, warum, die haben es sich selbst überlegt und jetzt wird es trotzdem nicht angewandt. Und dass das was mit der Kultur zu tun hat, war mir ehrlicherweise nicht so klar, dass das miteinander zu tun hat, weil ich glaube, dass wir eine sehr positive und sehr gute Kultur im Unternehmen haben, aber die ist eben auf die Organisation gemünzt noch sehr stark, wie sie früher war und nicht eben, wie sie jetzt ist. Und dass eben diese Kultur sich auch verändern muss in meinem Unternehmen, dass die Prozesse sich ändern. Das habe ich bis jetzt so. Mhm. Ich habe spontan Lust bekommen, heute ein Buch zu schreiben, weil das Thema immer größer wird, also ich immer weiter und mehr Gedanken dazu habe und es immer komplexer wird, nicht im negativen, sondern im positiven Sinn und so Gedanken sind mit, was heißt Kultur, kann man Kultur überhaupt beeinflussen, muss ich Kultur beeinflussen, Fragezeichen, was gibt es für Subkulturen? Das sind so die Sachen, die mich gerade beschäftigen. Ja. Ich fand das Thema Lernen sehr spannend, dieses Thema Lernfelder und Lernzeiten schaffen, bewusst im Arbeitsablauf. Das hat spontan so einen Reflexionsprozess auch bei mir selbst ausgelöst, wo habe ich eigentlich am meisten gelernt und wie kann man das schaffen, dass jetzt auch Kollegen in unserer Organisation gemeinsam so einen Lernprozess vollziehen in ihrem Alltag. Und ja, da hat es bei mir auch ganz viele Gedanken gehabt, was könnte man jetzt tun, welche Methoden könnte man anwenden. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, was bei mir viel ausgelöst hat.
Ja, als Aufsichtsrat und Strategieberater bin ich in der Verantwortung für verschiedenste Organisationen. Und ich finde das Thema Kultur und Lernen ganz spannendes Konzept. Und das bewegt sich bei mir jetzt gerade in den verschiedenen Organisationen, wo ich ist gerade in Bewegung, inwieweit ich dann das Thema Kultur nochmal anders anwenden kann. Ich führe mit meiner Gruppe seit 15 Jahren und ich bin 25 Jahre im Betrieb, einen 110 Jahre alten Familienbetrieb in der vierten Generation mit 75 Leuten. Und wir haben den Kulturwandel angestoßen von der Verwandtschaft zur Wahlverwandtschaft. Das heißt nichts anderes, als dass man nicht mehr mit Verwandten primär versucht zu arbeiten, auch in der Zukunft, dass das nicht mehr ein Zwang sein muss, sondern dass es darum geht, gemeinsam eine Vision und eine Mission umzusetzen. Auch mit neuen Leuten, die man spezifisch jetzt eingestellt hat, viele neue Leute. Wir sind in 2,5 Jahren, haben wir alles verdoppelt, auch anstufen, diesen Kulturwandel zu machen. Man bleibt ein Familienbetrieb, gibt aber auch Aktien ab. Und da ist jetzt so, das hat mich dieses andere Wort im Gegensatz zu der Disziplin, nämlich diese Verantwortungsperspektiven. Wie kriegt man die Kultur hin, dass jetzt die anderen Leute sich genauso verantwortlich fühlen? Und auf welcher Stufe fühlt sich wer für verantwortlich? Weil in einem Familienbetrieb ist immer klar, oder? Ist der eine oder die zwei und die sind verantwortlich bis ganz unten. Oder? Und das jetzt rüberzuführen in eben eine Wahlverwandtschaft, Kultur, Vision, ist eine Herausforderung, die dann eben dieses Wort, und ich weiß nicht, was Sie noch darunter verstehen, ich finde es eine spannende Wortkombination, diese Verantwortungsperspektiven und dann eben auch der Reifegrad der Organisation. Wie stellt man das fest? Gibt es Theorien, wie man den Reifegrad bestimmt bei Organisationen oder bei Leuten? Oder ist das einfach etwas, was man im Kontext spürt, ob das aufeinander stimmt? Ich habe zwei Fragebogen dabei, zur Person und zur Organisation, mit denen man Reifegrad zum Beispiel befragen kann ich ausgehen. Und eben diese, ob es eine Theorie ist oder weiß ich nicht, diese Verantwortungsperspektiven, ich finde dieses Wort spielen sehr spannend, da kommen viele Bilder, was es heißen könnte. Wenn das gewünscht wird, kann ich das später kurz erläutern. Wie wir Verantwortungskulturperspektiven, wie wir das damit umgehen im Konkreten. Für mich ist es ganz interessant, weil ich habe nichts Fachliches, wo ich das jetzt anwenden kann oder vergleichen kann, aber ich habe jetzt mein Abitur gemacht und natürlich schaut man dann, okay, was kenne ich? Und ich habe relativ lange in der ersten Frau in meiner Schule mitgearbeitet. Und da versucht man natürlich auch, Ideen unter die Leute zu bringen. Und es sind meistens 450 Schüler, die man dann irgendwie versucht zu erreichen. Und ja, das ist ganz interessant. Natürlich wird es nie so abstrakt gesehen wie hier. Aber irgendwie steckt man trotzdem drin und versucht eben, viele Dinge also anzustoßen und viele Leute zu bewegen. Und das ist ganz interessant, das jetzt hier mal im anderen Kontext zu sehen. Ja, ich fand es insofern interessant, dass man sich bewusst mit dieser Kultur einfach mal beschäftigt. Weil wir festgestellt haben, ich bin ja auch ein Kulturträger und wie bewusst das eigentlich gemacht werden müsste für mich selbst und was ich eigentlich dann in diese Organisation noch reinbringe. Da hoffe ich, dass dann auch noch ein paar Themen dahingehend besprochen werden. Ich finde das Thema Lernkultur sehr interessant. Ich habe selber schon mal die Erfahrung gemacht, extern sehr viel geschult zu werden in der Theorie. Und in der Praxis war das überhaupt nicht umsetzbar. Und das macht einen Einstieg schwierig, das macht auch dann die Teamarbeit einfach schwierig. Und ja, ich finde es interessant, jetzt hier mal zu hören, wie wenig sinnvoll es zum Teil einfach auch ist, wenn man nicht auch einfach als Team sich lernen zu organisieren und eher aneinander in der Praxis lernt, weil da wird es angewendet und nicht irgendwo im Unterricht extern.
Was ich ganz interessant fand, war, sagen, Kultur entsteht durch Kultur. Und dann habe ich auch ganz besonders Lernkulturen Unternehmen zu installieren, also vorzuleben, und wie man das jetzt aber an die Mitarbeiter weiterträgt, dass die die Lernkultur eben auch verinnerlichen, was da für Tipps gibt. Dürfen wir heute auch etwas, wie man das dann eben die Kultur des Lernens etablieren. Ja, mir ist jetzt gerade noch so der Gedanke gekommen, Fehlerkultur. Also wir haben auch mal Abweichungen dazu gesagt und ich bin jetzt wieder bei Fehlern, es passieren einfach Fehler. Und ich habe mal in meinem ganzen Leben, ich habe am meisten gelernt, nicht auf einer Schulung oder irgendwie, sondern wenn ich irgendwas verbockt habe. Und dann habe ich daraus raus, das habe ich gefühlt, da war ich voll leider drin dann. Und das ist das, wo ich sage, das möchte ich zum Beispiel in meinem Unternehmen noch viel mehr implementieren. Also dass einfach man das auch zulässt, dass was falsch gemacht wird. Und dass man das nicht als Gott und Schuldiger sucht, sondern dass man einfach hier ein gemeinsames Miteinander findet. Und vielleicht gibt es da dazu auch noch ein paar interessante Tipps, wie ich da rangehen kann. Weil was ich auch die letzten Jahre gelernt habe, ich kann bestimmte Dinge vorleben, ich bin ich. Das ist auch das, was mir vorher in Ihrem Vortrag nochmal bewusst worden ist. Aber ich kann deshalb nicht die Menschen in meiner Organisation auch so ausrichten. Die sind nämlich sie selbst. Und auch hier, was kann ich, also durch das, dass ich bin, trotzdem vielleicht noch mit bewegen, dass ich die Menschen in meiner Organisation habe, die auch zu mir passen. Und vielleicht auch der eine oder andere sagt, das gefällt mir nicht, ich suche mir was anderes. Ein Stichwort auf. Das habe ich schon wieder vergessen, aber wenn Sie das Gefühl haben, der ist mir noch ein Tipp schuldig, einfach nochmal melden. Also mich hat auch das Thema Lernen sehr angesprochen. Für mich war die Erkenntnis eigentlich, ja, dass eben nicht extern ich lerne, sondern im Prozess. Das war mir eigentlich nicht so wirklich bewusst. Ja. Das weiß man eigentlich schon, aber irgendwie war es mir doch nicht bewusst. Und ich glaube, das ist den wenigsten bewusst oder macht man sich so bewusst. Und ich glaube, die eine Lernkultur, die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also ich war witzigerweise diese Woche am Montagabend in der Schule bei einem Vortrag, da ging es jetzt um Lernen für unsere Kinder. Und da war eben auch das Thema, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Lerntypen. Ja. Der eine lernt so visuell, der andere so lieber. Und genau das ist ja auch der Punkt, dass man immer von sich selber ausgeht, weil du von der Lernkultur gesprochen hast. Die ist eben nicht für alle gleich. Und das ist ja auch das, was wir oft diskutieren. Dass wenn ich Raum gebe, ja gut, aber manche wissen nicht mal, was für ein Lerntyp sie sind. Vielleicht muss man aber dieses Thema im Unternehmen miteinander besprechen und dann Austausch pflegen und einfach auch diese Lernräume. Das ist was, war mir auch nicht so bewusst. Man gibt den Leuten die Räume, aber ich glaube, so habe ich es zumindest verstanden. Es ist wichtig, dass man vielleicht wirklich die fixiert, wie ein Termin oder wie auch immer, ja, dass man sich die nimmt, weil in diesem komplexen Geschäftsleben eben die Zeit eigentlich immer zu kurz ist. Und man muss Regie führen. Und Regie führen. Und genau die Steuerung, inwieweit muss ich als Führungskraft da steuern, das wäre auch noch so ein Ding, was mich noch interessieren würde, ob Sie da Tipps geben können oder wo, wie weit steuern oder wie weit sich zurücknehmen, damit es eben nicht von oben wieder kommt, so als du musst. Ja.
also viele Dinge, die Sie heute Morgen jetzt schon angesprochen haben, da haben wir gerade das große Glück für das Unternehmen, für das ich in der Geschäftsführung verantwortlich bin, dass wir schon viele Dinge umsetzen dürfen. Also dank der Jutta natürlich und der Carmen, die nicht dabei ist heute, also, und natürlich dem Tobias, weil wir halt versuchen schon, oder ich sag mal vor eineinhalb, zwei Jahren diese Erkenntnis hatten, halt ist Strategieumsetzung, Entwicklung natürlich vorangegangen, aber Strategieumsetzung natürlich halt auch mit einem Kulturwandel einhergehen muss. Da hatten wir das Nachfolgethema, ich sag mal, schon größtenteils faktisch zumindest gelöst. Also von daher bin ich ganz froh, weil wir heute bereits schon versuchen, über Lernpartnerschaften in den Workshops, die wir machen, schon ein Stück weit zumindest auf Führungsebene das Lernen so nach und nach in die Kultur halt einzuführen. Was ich für mich im Moment nehme ist, ich sag mal, wenn Sie hier nicht das so richtig interpretiert habe, ist ja eine Erfolgsstrategie für ein erfolgreiches Unternehmen, wenn du als Geschäftsführer mehr und mehr als Kulturmanager auftrittst. Also wäre die nächste Management-Ebene für mich halt natürlich mich zu diesem Kulturmanager vielleicht auch weiterzuentwickeln, was natürlich nochmal eine ganz andere Form des Führens bedeutet, mehr zu denken halt, also den Menschen mehr im Fokus zu haben, halt weniger vielleicht die Methode, das Netzwerk, das Akzeptieren, Achtsamkeit auf meinem Weg mindestens halt steht ganz oben, was ich noch erreichen muss, halt irgendwie, also zuhören, Zeit geben. Ich glaube, das ist für mich das, was ich jetzt gerade aus den zwei Stunden von Ihnen mitgenommen habe, Kulturmanager werden. Sinnvolle Aufgabe zu machen. Ja, da, ich habe vorher das auch so nebenher ein bisschen gehört, da hätte ich ein paar neugierige Nachfragen, nur nicht jetzt, aber ich schreibe mir deswegen als Stichwort mal noch auf. Und mir selbst schreibe ich nochmal das Beispiel Führungslernen als Beispiel für Schulungsmentalitäten. Dann bin ich sehr operativ unterwegs, also eher in Projekten denken, wo ich mich frage, zum Beispiel Dinge wie, was tue ich mit hinderlichen Kulturelementen, die sehr ehrenvoll eigentlich sind, ne? So Werte wie, ich bin mir für nichts zu schade, die aber im Alltag einfach für viel Anecken sorgen. Wie sorge ich dafür, einen Prozess, sag ich mal, so zu gestalten, den Alltag besser zu strukturieren, ohne dass man diese Werte aufgeben muss. Und andererseits bin ich tatsächlich auch so in meinem Unternehmensmodus unterwegs. Ich komme ja ursprünglich aus dem Trainingsbereich, habe mich damals sogar selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich will wirksam sein, weil ich gemerkt habe, nur Training ist eben nicht wirksam am Ende des Tages. Und bin eher so ein bisschen auch fast in der Produktentwicklung, lustigerweise auch schon vorher über andere Kanäle. Wie steuere ich noch mehr oder teasere ich mehr noch das Thema Lernkultur in Unternehmen an, wenn ich eigentlich nur für reine Trainings angefragt werde. Aber mir ist trotzdem ein echtes Anliegen, ist eine Herzensangelegenheit ist, dass die Dinge, die ich vermittle, auch zu Veränderungen führen können, weil der Rahmen passt. Also das ist für mich so ein duales Ding, das er gerade kommt. Das ist natürlich für alle, die ihre Leistung verkaufen müssen, ein Problem. Wenn die Kunden kaufen wollen. Und das ist die überwiegende Anzahl, muss man leider sagen. Ja. Ich komme aus dem Vertriebstraining, da können Sie sich vorstellen, wie die Anfragen lauten. Deswegen habe ich wahrscheinlich den Pitch jetzt sie auch verloren. Entschuldigung, das ist jetzt ein Beitrag. Ja. Also das passiert ganz oft, ne? Wir wollen schneller, höher, weiter. Nee, es funktioniert nicht. Ich fand das Thema Lernen auch super spannend. Es wurde bloß schon so viel dazu gesagt, insofern bin ich sicher, Sie erzählen noch was zum Thema Lernen. Ich bin ein bisschen verwirrt nach unserer Gesprächsrunde.
sind wir vom Hundertste ins Tausendste und doch in die Diskussion aufgegangen. Und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was Kultur ist. Also ich habe keine, was ist jetzt, was gehört dazu? Ist es eine Arbeitskultur? Ist es die Gesprächskultur? Ist es auch eine Kultur des persönlichen Miteinanders? Also welche Dimensionen gehören da eigentlich überhaupt mit dazu? Und dann noch eine Frage, gibt es denn überhaupt eine erfolgreiche Kultur? Oder sucht sich jeder Mensch eigentlich die Kultur in einem Unternehmen, die zu einem vom Charakter her am besten passt? Und darum frage ich mich dann wieder, kreiere ich nicht irgendwo, wenn ich stark kulturorientiert bin und das so nach außen kehre, eine Monokultur? Also in meinem Unternehmen, was immer die gleichen Leute anzieht und ich sozusagen dann gar kein kreatives Gedankenpotenzial mehr habe, weil ja alle irgendwo gleich ticken und gleich denken, was dem Uhrwerk zuträglich wäre, was dann gut funktioniert, aber vielleicht nicht mehr so explosiv und innovativ ist wie andere. Das war so ein Gedanke. Das war's. Das passt ganz gut zu dem, was bei mir vorgegangen ist in den letzten 2 Stunden. Also ich hatte zum Teil Mühe zuzuhören, weil einfach so viele Fragen parallel immer wieder aufgetaucht sind. Es hat in der Gruppe auch viele Fragen, die einfach hängen geblieben sind, ohne jetzt, dass man da ein Antwort drauf geben muss. Aber zum Beispiel Fragen wie, inwieweit kann ich eine Subkultur prägen in meinem Team, die im Gegensatz steht zu einer Metakultur? Und dann die Frage angeschlossen, gibt es überhaupt eine Unternehmenskultur oder ist es nicht nur ein Zusammenspiel von ganz vielen kleinen Subkulturen? Und dann wieder die Frage, ist Kultur mit einer Persönlichkeit verknüpft, also mit mir als Person, als Persönlichkeit? Oder wirklich dann nur in Beziehung zu einem anderen? Und ab wann fängt dann die Beziehung an? Mit mir selber? Also kann ich eine eigene Kultur haben? Mit meinen Persönlichkeiten? Oder nur mit einem zweiten Menschen? Oder einfach dann nur mit einem dritten? Und dann noch eine Frage, muss eine Kultur... Die Dissertation lässt uns zu kurz. Ja, um Gottes Willen, ja. Muss eine Kultur in Person gelebt werden? Oder geht es auch per E-Mail und per Telefon und digital? Also ich habe Mühe, mich selber einzufangen. Das ist so. Mich selber? Einzufangen. Bezogen auf was? Bezogen auf das Thema Kultur. Ah, okay. Ich möchte mal vielleicht anders anfangen. Ich habe heute mal einen Schlüssel auch für meinen persönlichen Bereich mitnehmen können, nämlich mal zum Erkennen, was möglich Kultur sein kann. Ich engagiere mich ganz stark für Integration von Flüchtlingen. Und da bin ich in den verschiedensten Kreisen unterwegs. Und da wird immer über Kultur gesprochen, aber Kultur in Deutschland, Kultur in Deutschland, Kultur in Deutschland. Und ich habe mal eine wunderbare Übersetzung halt mitgenommen, das Beste des Menschen in den Vordergrund zu stellen und verknüpfen. Und das ist Kultur. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich es auch in einem Unternehmen geschafft. Und jetzt stellt sich natürlich für mich noch die Frage, wie schaffe ich es in einem Unternehmen mit lauter Führungskräften, die langjährig miteinander arbeiten, jeder in seinem eigenen Bereich, wirklich die miteinander zu verknüpfen? Ja? Und wie schaffe ich es, dass ein Lernumfeld auch in diesem Bereich von hochbegnadeten Ingenieuren stattfinden kann, dass jeder von dem anderen nur das Beste mitnimmt? Das ist meine Frage für euch. Ich habe heute ganz viel aufgeschrieben. Ich hatte irgendwie ein Aha-Erlebnis, weil man doch vieles schon mal irgendwo gehört hat und einfach im Arbeitsalltag denkt man gar nicht mehr dran, dass es manchmal so simpel sein könnte. Trotzdem sind für mich noch 2 Themen so ganz arg offen. Das war gerade dieser Reifegradcheck Organisation und Persönlichkeit. Weil ich jetzt noch vor der Aufgabe stehe, zu gucken, wie kriegt man diese Kultur wieder hin und welche Schlüsselfiguren können da mitwirken, mitarbeiten. Wie bestimme ich dann den Reifegrad? Und das andere Thema ist, was brauche ich denn von der strategischen Personalentwicklung dazu? Dass ich diese Kultur über diese Lernräume hinbekomme zur Organisationsentwicklung, gerade diesen Rückschluss wieder zu schaffen.
Also Reifegrad wäre für mich noch so ein ganz großes Thema. Jetzt ist schon ganz viel gesagt worden, ergänzend zu dem, also zu dem Thema Kultur, was ich auch ganz spannend finde, wie du das gerade formuliert hast, Gerlinde. Also so ein Stück weit, wie viel Reibung brauchst du da auch in einem bestehenden System, so diese gemeinsamen Nenner zu finden, die Schnittmenge zu finden und zu sagen, was ist es denn nun, was uns verbindet und was so unsere Kultur selber ausmacht. Das finde ich unheimlich spannend, aber dann hat mich auch das Thema Reife gerade sehr angesprochen und ich nehme das Bild, ich kannte es, ich muss sagen, ich habe es vergessen, aber ich nehme das jetzt wieder von dem Springreiter, weil ich finde, das extrem hilfreich zu gucken, wo ist der Reifegrad der Person jetzt und wo ist der des Systems, weil ich glaube, dass an der Stelle wirklich viel passiert, wenn man das nicht beides beachtet. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob es wichtig ist, was zuerst da ist oder ob es eine, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, wo sich wer in welchem Reifegrad befindet. Mhm. Das fand ich so, das Bild mitzunehmen, um einfach dran zu denken und mal halt spannend. Mhm. Wie wollen wir es denn jetzt machen? Ich habe jetzt natürlich viele Antwortreflexe. Soll ich jetzt einfach das, was ich mir bisher gemerkt habe, nutzen, um einfach noch ein Stück weit mehr zu erzählen, dass wir bis zur Mittagszeit auf jeden Fall einfach noch damit verbringen, auch gerne mit Nachfragen. Und dass wir dann bei den Nachmittag wäre vielleicht ganz schön, wenn wir aus einem Unternehmen oder einem Anliegen, dass jemand bereit wäre, wirklich seine Situation zu Hause konkret vorzustellen. Ich würde denjenigen dann interviewen, damit ich die Perspektiven reinbringe. Und dann könnte man so ein bisschen in Untergruppen gehen und sagen, was habe ich verstanden, was wären meine Ideen, wie man ansetzen könnte. Und dass wir das dann konkret diskutieren, dass wir heute stärker noch in diesen Workshop-Charakter heute Nachmittag gehen. Wäre das gut? Gut. Was ich muss vielleicht erstmal einen Metakommentar machen, das ist erkenntnistheoretisch. Was ich merke ist, was sehr verbreitet ist in unserer Kultur, weil wir das gelernt haben in der Weiterbildung, dass wir aus Perspektiven versuchen, Sachen zu machen. Also Kultur ist für mich keine Sache. Kultur ist eine Perspektive. Und die ist nicht eindeutig zu definieren, weil das Leben ist so vielfältig, dass Kultur für mich, Kulturüberlegung ist auch nichts Neues neben dem bisherigen, das habe ich heute Morgen schon mal versucht zu sagen, sondern auf das, was jeden Tag passiert, mit der Kulturbrille zu gucken. Also mit der Brille, wie zeigen sich hier bewusste und unbewusste Art des Zusammenspiels, um immer bestimmte Wirklichkeiten zu kreieren. Und sind das die Wirklichkeiten, die gut sind? Oder möchte ich andere Wirklichkeiten kreieren? Und wenn ich das möchte, wie kann ich kann die neue Wirklichkeit, die ich kreieren möchte, nie 100% beschreiben. Ich habe nur Ideen. Der Techniker beschreibt es technisch, der IT-Mensch beschreibt es IT-mäßig, der Personaler beschreibt es bildungsmäßig und so weiter. Jeder beschreibt es, wo er eine Idee kriegt, wo er hin will, aus seiner fachlichen Perspektive. Das heißt, es bleibt immer ganz viel im Hintergrund, wenn man gleichzeitig irgendwas versucht, nach seiner eigenen Weltsicht im Vordergrund voranzubringen. Das ist also eine Perspektive. Kultur ist kein Ding. Es gibt nicht die Kultur. Und deswegen, und eine etwas, also Kultur, wenn ich es noch weiter umschreibe, das sind für mich die Selbstverständlichkeiten, die sie eingeschliffen haben, ohne dass die Leute noch neu drüber nachdenken, ob sie das eigentlich so machen wollen oder nicht. Sie machen es einfach so, weil sie sich angewöhnt haben, es so zu machen. Sie denken so, weil sie sich angewöhnt haben, so zu denken. Also zum Beispiel, wir denken in Dingen anstatt in Perspektiven. Das ist eine Kulturgewohnheit, die wurde uns in der Schule beigebracht. Und das ist sehr schwer, davon wieder wegzukommen. Und insofern kann man nicht sagen, wir haben, und dann gibt es noch eine wichtige Unterscheidung bei Kultur. Das eine ist, die einen sagen, ja, Kultur gibt es immer, ist ja klar. Immer dort, wo sich selbstverständlich eingespielt haben, wie man zusammenwirkt, das ist Kultur. Deswegen gibt es keine Unkultur, weil es ist halt, wie es ist und das nennen wir Kultur. Das ist eine deskriptive Perspektive, eine beschreibende Perspektive.
Dann kann ich fragen, okay, und wie ist es? Wie würden wir das konzipieren, was sich bei uns eingespielt hat? Auch ganz wertneutral. Normalerweise in unserem Business kommt ja aber die Frage nach der Kultur dann auf, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht, wie es sein soll. Ja? Das heißt, wir haben irgendeine normative Vorstellung, wie es nicht mehr so oder vielleicht sogar schon, wie es besser sein soll. Und das ist der Ausgangspunkt normalerweise davon, dass wir uns überlegen, ja, was ist es eigentlich? Und dann kann man diese Perspektive, ja, wie ist denn unsere Art des bewussten und unbewussten Zusammenspiels? Wo findet das statt und wer spielt da wie, dass sich das immer wieder so etabliert, wie wir es halt kennen? Und das kann man jetzt unter verschiedenen Fokus müsste eigentlich genau heißen, aber das vom Lateinischen her, aber Foci klingt irgendwie richtig, obwohl es falsch ist. Also dann kann man sagen, okay, wir betrachten unsere Kultur mal unter dem Gesichtspunkt von Führung oder unter dem Gesichtspunkt von Achtsamkeit oder unter dem Gesichtspunkt von wechselseitiger Wertschätzung oder unter dem Gesichtspunkt von Entlohnungsgerechtigkeit. Also das sind ganz viele Unterperspektiven der Perspektive Kultur. Ja, wie kreieren wir eigentlich jeden? Die Systemiker sagen ja manchmal, stell dir vor, du würdest morgens aufwachen und hättest vergessen, wie Wirklichkeit ist. Wie würde die Welt dir mitteilen, wie hier die Wirklichkeit zu sein hat? Wie erfährst du das? Damit du erfährst, wie Kultur in dir jeden Tag durch Impulse, die du dir selbst gibst und die Impulse, die dir andere geben, neu etabliert wird. Und zwar oft in einer Selbstverständlichkeit, wo du denkst, kann gar nicht anders sein. Obwohl es selbstverständlich auch ganz anders sein könnte. Das merkst du spätestens, wenn du im Ausland arbeitest. Dass dort Dinge, die du ganz selbstverständlich findest, seltsamerweise überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und durch diesen Kontrast und dann das gemeinsam untersuchen, was ist eigentlich der Unterschied und wie komme ich eigentlich dazu, also meins wieder aktivieren zu wollen oder wenn ich den anderen einladen möchte, an meiner Kultur teilzuhaben, auf welcher Ebene probiere ich das eigentlich? Versuche ich dem Geld zu geben, damit er es interessant findet? Versuche ich den Wert zu schätzen, damit er sich menschlich anerkannt fühlt? Versuche ich den zu umarmen, dass er körperliche Strokes hat? Oder was versuche ich eigentlich? Was sind eigentlich meine spontanen Versuche, andere in eine mit mir geteilte Kultur einzuladen? Und da hat auch jeder einen anderen Stil, so wie, das ist ja das Thema Lernstile, wo auch jeder einen ganz anderen Lernstil hat. Das Problem ist, der Mensch handelt spontan, ich sage es immer, da lachen dann immer die Berater, weil sie sich ertappt fühlen, egal welche Schule du gelernt hast, du handelst immer im Prinzip mit der Haltung, sieh es wie ich, so ist es richtig. Und mach's wie ich, so ist es gut. Und das wird jetzt beraterisch noch verpackt. Und das ist auch nichts gegen zu sagen. Nur ist halt gut, wenn man merkt, wenn es nicht stimmt. Also ich bin immer dafür, dem anderen zu sagen, ich lade dich ein, an meiner Kultur teilzuhaben und versuche, eine Situation zu kreieren, in der du davon profitieren oder mir auch Rückmeldung geben kannst, wie ich mich dabei verändern kann. Aber es ist völlig in Ordnung, erstmal das, was man eigentlich richtig und selbstverständlich findet, den anderen zu vertreten. Das ist aber dann nicht ein Entweder-Oder. Bei uns wird so viel polarisiert gedacht, ist auch so eine Kulturgewohnheit, oder dualisiert. Es ist Entweder-Oder. Nein, es ist nicht entweder ich setze mich durch oder ich lasse alles laufen, sondern ich setze mich durch, wenn ich die Macht habe, die Mittel habe, um die Rahmen zu setzen, die mir wichtig sind. Und innerhalb der Rahmen lade ich ein, sich zu organisieren. Aber dazu muss ich mir noch überlegen, was will ich sichern und was will ich, kann ich auch gar nicht sichern durch Kontrolle, wo muss ich ein Feld bereiten in der Hoffnung, dass diese Rahmen geeignet sind, dass das entsteht, was ich fördern möchte. Ja? Nochmal eine Frage zu dieser normativen Vorstellung. Ist es nicht die Aufgabe der Unternehmensleitung, diese normative Vorstellung der Organisation zu geben? Also da, ich merke eben häufig Unternehmer oder Geschäftsführer, die da schwanken und sagen, gut, ich kann doch jetzt nicht meinen Stil, das, was ich für gut und richtig halte, kann ich doch nicht der Organisation irgendwie vorgeben.
Aber meine, also ich habe die persönliche Meinung, es ist doch eine Aufgabe der Unternehmensleitung, die Komplexität zu reduzieren und der Organisation irgendwo in dem Bereich den Blick auf die Dinge irgendwo da einen Rahmen vorzugeben. Absolut. Also da ist ja, wir haben ja so viele Moden, die zum Teil so grausam sind. Zurzeit meint man wieder, dass man Hierarchie nicht braucht. Das ist jetzt zurzeit wieder Mode. Hierarchie ist das älteste Ordnungsprinzip der Evolution. Man wird selbstverständlich Hierarchie auch weiterhin brauchen, weil es der Modus ist, über den Prioritäten gesichert werden kann, wenn man nicht alles machen kann. Aber Hierarchie meint natürlich nicht dummes Regieren von oben nach unten, ohne zu verstehen, wie die Lebensprozesse sind. Das ist damit nicht gemeint. Und selbstverständlich werden wir weiterhin Hierarchie, also es gibt viele Arten von Führung und Hierarchien können auch anders aufgebaut werden als nach Machtkategorien. Es kann auch der im Moment am meisten davon versteht, sein, sozusagen der Bestimmer sein und sicherstellen, dass die Prozesse, die jetzt gemacht werden, dass die in der Logik, die einmal angespielt wurden, auch weitergeführt werden, weil man nicht fünf Logiken gleichzeitig machen kann. Es kann auch über die Art des Dialogs der Kommunikationsfachmann im Moment die Hierarchie spielen und der sagt, so wird es jetzt gemacht, wie ich das sage, damit Rahmen gesetzt sind, dass man Standbeine hat, die alle teilen, dass die Spielbeine zu irgendetwas führen können. Und bei uns wird entweder wird alles zum Standbein gemacht oder alle Spielbeine. Und so ist Bewegung nicht möglich. Und die wichtigste Aufgabe von Hierarchie ist die Rahmensetzung, selbstverständlich. Sowohl was Geschäftsziele betrifft, das ist ja auch juristisch meist ganz klar, die sind ja auch dafür verantwortlich, dass am Ende was rauskommt, die sind verantwortlich, dass zumindest strafrechtlich relevant ethisches Verhalten beachtet wird und so weiter. Und ganz klar, ich bin da ganz der Meinung, dass das eine Überforderung von Organisationen ist, wenn die das alles gleichzeitig verhandelbar machen wollen. Weil wenn wir auf diese Weise Rahmen setzen, und dazu muss man natürlich lernen, gute Rahmen zu setzen. Dumme Rahmen sind immer schlecht, ist klar. Aber wenn diese Lernende sind, der Jarvis Bush, den habe ich interviewt in Kanada diesen Frühjahr, ich sagte, wie wählst du denn aus, mit welchen Klienten du arbeitest? Das hat begrenzte Lebenszeiten. Da sagt er, first I check whether the other person is a learner. If he is not, I will not work with him. Aber zum Lernen gehört selbstverständlich, dass man lernt, gute Rahmen zu setzen und dass man in einer entsprechenden Hierarchie, die angemessen viele Gesichtspunkte fürs Gesamtgeschäft bei dieser Rahmensetzung mit berücksichtigt und nicht nur eine Teilperspektive maximiert und das andere soll sich von selber organisieren. Also es hat ganz viel damit zu tun, ob diejenigen, die führen, auch angemessene Landkarten im Kopf haben. Und das hat jetzt wiederum viel mit Schulung zu tun. Da würde ich natürlich, ist Führungsschulung wichtig in den Dimensionen, dass die Leute überhaupt die wesentlichen Kategorien ernst nehmen, die für den Unternehmenserfolg wichtig sind. Manchmal geht es relativ lange gut, indem eine Sache super ausgeführt wird und das andere sortiert sich irgendwie. Aber Unternehmen, die dann alt werden, wachsen und so, die kommen dann mit diesem spontan wüchsigen sehr schnell an ihre Grenzen. Und dann braucht es Kultur-Know-how. Das geht dann nicht mehr so per Zuruf und mal beim Bier drüber reden. Und da fängt auch die Institutionalisierung an und da kriegt auch die Bedeutung von Leuten, die wirklich drüber nachdenken, was eine gute Kulturentwicklung sein könnte im Unternehmen, aber auch zugekaufte externe Expertise überhaupt erst eine Rolle. Also kriegt dann Gewicht an. Also klar, Rahmensetzung. Und das wird leider jetzt viel zu oft verweigert. Ne? Falsche Demokratievorstellung. Man will nicht autoritär sein, im Sinne sich schlecht benehmen gegenüber seinen Mitarbeitern. Aber dann führt man auch nicht. Das ist genauso eine Vernachlässigung. Wenn jemand dafür bezahlt wird, dass er führt, dann soll er lernen zu führen und soll es auch tun. Und wenn er es nicht tut, soll er seinen Job räumen. Ist doch, dass das aus Schichtgründen und vielleicht ein Familienunternehmen, weil jemand per Erbe zur Führungsrolle wird, man nicht immer der Fall ist, ist ein eigenes Problem. Dann muss das System lernen zu unterscheiden zwischen der Funktionalität einer Organisationsrolle und der Eigentümerschaft. Das jedes Unternehmen, das da familiär unterwegs ist, muss lernen, diese Unternehmen. Sobald sich das professionalisierte System noch weiter mit externen muss lernen, diese Rollenebenen zu unterscheiden. Und diese Unterscheidung von Rollenebenen ist zum Beispiel eine der vielen Grundkompetenzen, die alle Schlüsselfiguren im Unternehmen können müssen.
Also wenn alle drauf setzen, ich kenne den von der Familie besonders gut, mit dem regeln wir das dann schon irgendwie, dann mag das lange gut funktionieren. Selbst in guten Kulturen kann das zu viel Gutem führen, aber es führt auch nicht zu einer selbstgetragenen, durch die Unternehmensorganisationsrollen und durch das Zusammenspiel getragenen eigenen Kultur, sondern es bleibt dann eigentlich immer ein Familienkulturableger. Also zur Führung, wenn ich bei dem Stichwort schon bin, das wollte ich auch nochmal sagen, da habe ich einen ganzen Vortrag drüber, ich will nur die Essentials sagen. Für mich ist in Sachen Führung die kleinste Einheit die Führungsbeziehung. Wir müssen weg von der Idee, Führung ist eine Individualkompetenz. Ich mache da immer das Beispiel von den beiden Choreografen, Pina Bausch und, wer ist der Hamburger? Der Matthäus Passion. John Neumeier, genau. Die beiden haben völlig verschiedene Führungsstile und die ziehen ganz verschiedene Leute an und ganz verschiedene Arten, wie bei deren Inszenierung zustande gekommen. Aber beide machen hervorragende Arbeit. Also ich sage, mein Slogan, und das ist eine Beziehungssache zwischen denen, die zu ihnen finden und zu ihnen passen, und ihnen. Das ist keine Individualkompetenz. Und ich sage immer, es gibt nicht richtige Führung, es gibt nur erfolgreiche Führung. Erfolgreiche Führung misst man daran, ob durch das Zusammenspiel das, was als gemeinsame Leistung erreicht werden soll, auch erreicht werden kann und die Entwicklung dorthin stattfindet. Und dafür gibt es genauso tausend Wege, wie tausend verschiedene Arten von Persönlichkeiten in dieser Beziehung beteiligt sind. Und weil das so ist, sollte Führungsschulung eigentlich immer Führungsbeziehungsschulung sein, zwischen denen, die tatsächlich in Führungsbeziehung stehen. Was ich das weitest entwickelnde, was ich außerhalb des ISB da bisher kennengelernt habe, ist, dass immerhin intensive Feedbackrunden zwischen Führungsebenen stattfinden. Aber es muss eigentlich noch weitergehen. Führungsschulung, da müssen eigentlich ganze Führungsketten zusammenkommen. 3, 4, die in der, also wenn man jetzt in hierarchischer Führung denkt, die einander unterstellt sind. Und die müssen lernen, sich untereinander darüber zu unterhalten. Erstens, wie leistungsfähig ist ihre Beziehung? Und die kann von jeder Kette ganz verschieden sein. Und wie geht es mir damit? Und motiviert mich das, kann ich auf diese Weise genügend wirksam sein? Und motiviert und bindet mich das weiterhin an den gemeinsamen Zweck und an das Unternehmen? Und dann ist die Aufgabe des Schulers nicht, richtiges Führungsverhalten beizubringen, sondern dafür zu sorgen, dass die auf gute Weise untereinander sich abgleichen und kommunizieren und einen gemeinsamen Lernprozess der Verbesserung ihrer Art der Führung, wenn sie überhaupt in den Rahmen, den Werterahmen des Systems passt, als Rahmenbedingung, dass sie das lernen weiterzuentwickeln und dass sie sich wechselseitig das verständlich machen. Führungstraining als Individualverhalten und dann noch in einem Kontext, wo die anderen in der Führungskultur, innerhalb der die stattfindet, gar nicht da sind, sondern ganz andere Vorzeichen entstehen, halte ich für rausgeschmissenes Geld. Also ich würde unbedingt Führungsbeziehungstraining machen, auch Führungsbeziehungscoaching, nicht Führungscoaching. Weil der Mitarbeiter oder die 2, 3 Mitarbeiter, die wissen am besten, wie das bei ihnen ankommt, wie sie das erleben. Dann kann ich die interviewen, dann erfährt er zum ersten Mal, wie das eigentlich bei denen ankommt. Weil er selbst kommt nicht auf die zu interviewen, aber wenn in meinem Beisein ich die 2, 3 Mal interviewt habe und er auf die Weise das erfahren hat und er hat eine Gelegenheit, darauf zu reagieren, sein Denken wieder zu zeigen, sodass die einen Annäherungsprozess machen können, dann entwickelt sich erstens ihre Führungsbeziehung und das muss ja nicht immer der bezahlte Leiter zu machen, sondern man kann kollegiale Austauschbeziehungen, also kollegiale Lernprozesse anleiten, die Teilnehmer, das machen die in unseren Gruppen, lernen selbst Regie zu führen über diese Anleitung, über diese Austauschprozesse. Und dann lernen die ein System, das sie mit in ihr Unternehmen nehmen können. Und dann können sie das dort auch machen. Die brauchen die nicht immer einen bezahlten Trainer dafür. Und das kann dann Teil der Kultur werden. Und Führung als System, wollte ich auch nochmal dazu sagen, ob Führung erfolgreich ist, heißt in der Regel, ob eine ganze Führung funktioniert. Und jede Kette ist so schwach wie ihr schwächstes Glied. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich dann für teures Geld die trainiere, die am oberen Ende der Kette sind und danach kommt da nichts mehr und dann hängt es dann. Also ich muss, wenn ich Führungsketten nicht effektiv finde, muss ich überlegen, warum läuft der Impuls nicht von da
also ich mache es mal von oben nach unten, aber ich meine, es kann auch quer sein, nicht immer von oben nach unten. Warum läuft es eigentlich nicht durch, sodass am Ende durch den Letzten das passiert, was der Erste gewollt hat? Und wenn unten eine Meldung kommt, so läuft das nicht, wir müssen das anders steuern als Führungskette, warum läuft das nicht nach oben durch, dass der es nicht versteht? Und dann müssen wir auf Fehlersuche gehen. Und wenn wir dann eine Idee haben, wo das hängt, können wir Lerndesigns, wie diejenigen, die es angeht, das gemeinsam lernen können, zu entwickeln, wie sie das lernen können. Zunächst unter Anleitung. Und wenn es viele oft genug gemacht haben, dann gehört es zu deren Führungsalltag. Dass wenn sie merken, läuft nicht richtig, haben sie jetzt Instrumente und Verhaltensweisen, wie man miteinander klären und lernen kann, dass es wieder besser läuft, weil sich die Verhältnisse ja ständig ändern können und Anpassung erfordern. Verständnisfrage, Führungstraining nur in der Beziehung, aber sagen wir mal Führungsschulung, um überhaupt mal gewisse Begriffe und Methoden zu vermitteln, schon? Ja, also, aber ich bin nicht sicher, man muss mal prüfen, ob es wirklich daran hängt, ob das wirklich fehlt. Aber natürlich sollte jemand von der Rolle, Führungsrolle Grundvorstellungen haben. Aber das ist relativ wenig und das meiste davon kennt man aus anderen Lebenswelten eh. Man muss es eigentlich nur zuschneiden auf die tatsächlichen Beziehungen in einer bestimmten Kultur. Und da bist du aber dann, aber das ist für jeden anders, deswegen bist du eigentlich sofort wieder bei Führungsbeziehungsträgen. Also ich nehme an, dass wenn man den Ansatz einigermaßen konsequent umsetzt, wird wenig Führungsschulung übrig bleiben. Ja, und Führungsnetze, also ganze Netzwerke. Und das ist enorm, die Defizite sind oft enorm. Also ich habe mal vor Jahren, da habe ich mal eine internationalen Großorganisation, die wollten strategische Führung, total neues Konzept, weil sie ihre strategischen Anliegen nicht in dem Kontinent, in dem Land, in den Projekten zur Geltung bringen können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen mal nur eine Perspektive, Konsortialführerschaft errichten, verstehen, was das meint, warum man das will und so weiter, sodass wir wirklich vor Ort Konsortialführerschaft in bestimmten Projekten erlangen. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal einfach die ganzen Hierarchien, um die es geht, einfliegen, zusammenbringen. Dann ist eine Kette von 4 gewesen. Und da habe ich einfach nur gesagt, jetzt erklärt mal der Oberste, warum er das mit der Konsortialführerschaft wichtig findet. Und dann habe ich alle anderen befragt, ob sie erstens verstanden haben, was für den dabei wichtig ist und zweitens, ob sie eine Idee hat, was das in ihrer Welt meinen soll. Und wenn sie das und ob sie eine Idee darüber haben, ob das, was dem wichtig ist und was es in ihrer Welt bedeuten kann, wie sie das der nächsten Welt beibringen und was es für die bedeutet. Ob sie überhaupt Landkarten dafür haben. Das ist so kläglich gewesen, dass es uns allen peinlich war. Und dazu kam, dass einfach eine ganze Menge von Abläufen in normaler operativer Führung bei denen eh schon nicht funktioniert haben. Aber sie wollten gleich strategische Führung weltweit etablieren. Das war so einer der Punkte, wo ich dann auch einfach gescheitert bin, weil ich habe die auch völlig überfordert, weil mir nicht klar war, wie wenig die voneinander wissen. Es ist auch kein Wunder, dass da keine Führung stattfinden kann, wenn man so wenig versteht von der Welt. Dessen Führung ist heißt ja, den anderen dazu einladen, zu einer bestimmten Wirklichkeit in einer bestimmten Weise beizutragen. Und wenn ich gar nicht, und das ist ein lebendiges Wesen, das seine ganze eigene Biografie, seine Welt, alles mitbringt, wenn ich, und seine Steuerungskriterien, wenn mir die gar nicht klar ist, wie soll ich denn dann den anderen erziehen? Dann kann ich ihm sagen, was mir wichtig ist und kann hoffen, dass er es irgendwie versteht. Aber meist versteht er was anderes, als ich mir gedacht habe. Also, und da, mein indischer Kollege, der zieht diese ganzen Kommunikationsdinge unter dem Begriff Creating Shared Realities. Das Problem ist, dass wir oft so auseinanderlaufende verschiedene Verständnisse von Wirklichkeiten haben, dass es unglaublich schwierig ist, das so zusammenzubringen, dass man das Gefühl hat, man spielt zusammen und weiß auch, wie die anderen spielen und warum das so ist. Und da muss man aufpassen, dass man durch Schulung, durch Innovationsimpulse und so nicht immer wieder neue Sachen setzt, die die Wirklichkeit noch weiter auseinanderbringt, so intelligent es sein mag. Sondern ich habe immer gesagt, wir haben eine Verantwortung für die Integrierbarkeit unserer Impulse. Und ein Impuls, für den es keine Chance der Integration gibt, ist ein
ist ein unnützer Impuls. Aber das, wer Pionier ist, der möchte natürlich von herausreiten. Und das nimmt er den kurzen Weg übers Gebirge, aber er vergisst, dass er eigentlich die Vorhut von der Karawane ist. Mit Ochsen und mit Schwangeren und mit vierrädrigen Karren und so. Und das nützt gar nichts, wenn er sagt, gibt es einen ganz tollen Weg, müssen wir nur 2000 Meter hochklettern und dann auf der anderen Seite wieder runter. Es ist ein bisschen kalt da oben, aber das geht schon. Kann nicht funktionieren. Also das sind viele Haltungssachen, deswegen bringe ich auch so Metaphern. Da ist einfach wichtig, dass ich weiß, ich habe eine Karawane anzuführen. Da ist bis der Letzte verstanden hat, dass wir aufbrachen wollen, ist der Erste schon wieder müde. Und da kommen jetzt ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht im Einzelnen machen kann. Das Problem natürlich ist, dass die Geschäftsführung und die Verantwortlichen, dass die in der Initialphase dabei sind und große Strohfeuer mit Fernsehauftritten und so machen und dann das Interesse verlieren. Und dieselben Ressourcen ein halbes Jahr später für was anderes einplanen, obwohl man eigentlich die Ressourcen 3 Jahre gebunden braucht, weil man sonst keine Chance hat, das Ding durchzuziehen. Also da gibt es ganz viele Ungebildetheiten bezüglich der Logik von evolutionären Prozessen. Da ist man ganz in Machbarkeitsfantasien noch verfangen. Ich kann mich da manchmal nur wundern. So, dann mache ich dann gerade mal weiter. Ich habe vorher schon mal gesagt, ist schon eins? Es ist eins. Ja. Oh, dann muss ich nicht, dann mache ich nicht weiter. Machen wir mit Essen weiter. Ja, danke für den Hinweis. Also zu all diesen Themen gibt es, will ich nochmal erwähnen, auf unserer Website sehr ausführliches Material. Es gibt unter Themen, gibt es Führung und all diese Sachen und Coaching und so. Und dazu, wenn man das anklickt, ist man bei den Charts. Und wenn man auf einzelnen Charts, das einen interessiert, sagen wir mal Verantwortungskultur, draufklickt, kommt man direkt in das Video an die Stelle, wo das erklärt wird, was das meint. Und wenn man damit was machen will, kann man die Charts, da gibt es einen Click-to-Transfer-Button, nennen wir das, da kann man die Charts in den eigenen Frame übernehmen. Man kann also direkt mit den Charts weiterarbeiten. Das ist Shared-Dings da, so, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Common Shared, Created Common. Das darf also jeder benutzen und wir haben das so gemacht, dass man es in die eigenen Chartrahmen tun kann. Das heißt, man kann direkt mit dem Material arbeiten und wenn man dazu Übungen haben möchte oder Handouts, dann klickt man auf den Werkzeugkasten, dann kommt das raus. Auch das kann man in den eigenen Frame übernehmen. Also wir investieren eine Menge Zeug, um das, was wir entwickelt haben, zu unseren Themen für diejenigen, die das nutzen wollen, direkt weiterverwendbar aufzubereiten, weil sonst die Chance, dass das jemand, wenn er macht 2 Tage einen Workshop, kommt an den Punkt Verantwortungskultur, denkt, oh, da müsste ich jetzt was machen, jetzt habe ich aber nichts. Guckt, wenn er bei uns geschult ist, weiß, da war doch was, guckt da rein, ah ja, genau das war das Schaubild, können, müssen, dürfen, so, wollen. Die 4, so, das ist das Schaubild, das eignet sich, nimmt das rüber in seinen eigenen Frame, liest sich kurz das Arbeitspapier nochmal durch, druckt sich die Übung aus, guckt, ob die passt. Stunde später hat er eine Session, mit der er ganz direkt arbeiten kann. So versuchen wir, möglichst viel unserer Materialien aufzubereiten. Ist alles kostenlos verfügbar. Auf die USB-Homepage. Ja. So, jetzt gehen wir aber zum Mittagessen. So, jetzt würde ich mich gerne einfach zum Vorgehen mal noch abstimmen. Ich habe so verschiedene Stichpunkte und ich habe Ihnen ja auch ein kleines Paper, da wollte ich nochmal Kompetenzbegriff erläutern und so Mosaiksteine aus unserem Lehrgebäude. Hätte ich noch ein paar Sachen und da haben wir ja auch die Stichworte noch. Aber es wäre vielleicht auch ganz nett, wenn jemand sozusagen über Kulturprojekte oder Kulturentwicklung in seinem Unternehmen oder in einem Unternehmen, für das er arbeitet, nachdenken würde. Und wir an so einem Beispiel, ich würde dann ein Interview machen. Wir nennen das Ortsbegehung. Also ich würde nicht beraten und gleich Vorschläge machen, sondern mich einfach nur erkundigen und Dimensionen einführen
Und dann würden wir in Untergruppen gehen und Sie würden zusammen überlegen, ja, wie sehe ich das und wie würde ich da dran gehen. Und dann tragen wir das zusammen und dann haben wir an einem ganz praktischen Beispiel das nochmal. Weil das ist ja klar geworden, wir können über das, was wir lehren können, können wir Perspektiven einführen. Aber was dann im konkreten Fall gilt oder nicht gilt und stimmig ist oder nicht stimmt, das kann man nur im konkreten Fall machen, das kann man nicht allgemein machen. Also alle Lehren, die versuchen daraus allgemeine Maxime zu propagieren, denen misstraue ich. Und dann gibt es ganz viel zu definieren und man kann immer auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen, aber wir wollen ja reiten lernen. Und springen kommt dann. Meist fängt man nicht gleich mit dem Springen an. Okay. in welcher Reihenfolge wollen wir das machen? Wollen wir zuerst mal ein Beispiel machen und Untergruppen gehen, dass wir auch das sogenannte Suppenkoma auf diese Weise. dass wir das über das hinwegkommen. Ja, jetzt nochmal einen kurzen Rückblick auf den Prozess hier. Wie ist Resonanzen? Also spannend, wie jeder in seiner Welt wird. Das ist meine. Wie viele verschiedene Scheinwerfer es gibt. Ja, ja. Und wir haben noch viele, noch überhaupt nicht eingesetzt. Und jeder hat seine Gewohnheitsscheinwerfer. Das sind auch so Übungen, die wir machen, dass man mal merkt, was schalte ich an, gewohnheitsmäßig erstmal an. Und wenn man irgendwas damit sieht, bin ich zufrieden. Komme nicht auf die Idee zu sagen, ich sehe zwar was, aber einen anderen Scheinwerfer würde ich was viel Wichtigeres sehen. Ja, es ist banal, aber man muss immer wieder die Erfahrung machen, dass wirklich jeder in seiner Welt lebt und wie viel Anstrengung und Abstimmung und Kultur es erfordert, da wirklich sich gegenseitig das nutzbar zu machen. Dass wir denken immer, das wäre das Normale und wenn es nicht gut läuft, ist was falsch, aber es ist umgekehrt. Es ist eigentlich normal, dass sie überhaupt nichts zusammenpassen. Es ist erstaunlich, dass wir uns überhaupt ankoppeln können. Und mir ist auch wieder aufgefallen, so das Zuhören. Ja. Also was kommt denn überhaupt bei mir an? Das ist auch jedes Mal wieder spannend. Mhm. Und wo geht es bei mir im Kopf gleich ab? Kopfkino und was interpretiere ich dann wieder rein? Mhm. Also, ja. Es ist spannend mitzubekommen. Ich glaube einfach, dass in vielen Unternehmen Kultur gar nicht so als Thema wie hier begriffen wird. Und da zu sagen, wir müssen daran arbeiten, das ist eben, war interessant. Ich glaube, das ist in sehr vielen Organisationen da, dass die merken, irgendwas stimmt nicht, irgendwo hakt es, aber die haben einfach das Konzept nicht zur Verfügung. Bei Kunden müssen wir da überhaupt nicht von Kultur reden, das ist unsere Kollegensprache. Mhm. Beim Kunden sagt man einfach, sie sind offenbar, kommt nicht raus, was rauskommen muss und den Leuten geht es nicht so gut, wie es ihnen gehen kann. Prozesse laufen nicht, wie man eigentlich erwartet, dass sie laufen. Lassen Sie uns gucken, was dazu beiträgt, dass das so ist. Das Wort Kultur muss da überhaupt nicht benutzt werden. Es wird schon wieder ein Modewort. Ja. Ich glaube, dass manche Unternehmer sogar aggressiv werden, wenn sie das Wort hören, Kulturentwicklung. Also ja, ja. Es gibt auch andere, die spucken auch Millionen aus, wenn sie es hören. Also, und es gibt auch welche, die das gerne nehmen. Auch wenn sie nichts davon verstehen. Blick aufs Konto. Ja, also wir haben unter dem Kulturthema, weil ich natürlich auch, ich bin ja nicht in erster Linie Unternehmensberater, sondern Qualifizierer, Kollegen und Fachkultur und Professionskulturentwickler. Und das 25 Jahren mit dem Begriff, aber im Unternehmensbereich war damals gar nichts zu machen, haben gesagt, wie Kultur, Konzert oder was? Und ich habe gesagt, nein, die Kultur nicht des Feuilletons, sondern des Wirtschaftsteils. Aber die sind lange nicht auf die Idee gekommen, davon Kultur zu sprechen. Das ändert sich aber jetzt. Im Moment wird es sogar durchaus ein Markenzeichen, ein Wertwort. Dann wird aber dann wieder völlig blind eingekauft.
machen Sie mir auch mal so eine Kultur. Hat ja mit uns nicht viel zu tun, wenn Sie fertig sind. Schieben Sie es rein, Transfer. Gut. Ja. Bitte? Jetzt machen wir ein kleines Päuschen und dann machen wir den Wash-up. 10 Minuten, reicht das oder wie viel? Gut. Wir haben jetzt da so ein paar liegen gebliebene Sachen noch. Da erzähle ich einfach was dazu und dann gerne nachfragen und dann können wir gerne noch die Zeit einfach so im Zwiegespräch verbringen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ich wurde gefragt, dieses Schema, das ich vorher dahin gemalt habe, das gibt es natürlich mit PowerPoint und mit Übungen und mit Inverantwortungsnahme, Training, mit Papern, alles mit, alles auf der Website unter dem Thema Verantwortung. Wen das interessiert, findet alles dort. Das ist eines unserer bewährtesten Konzepte. Und ich will nur ganz kurz sagen, die Frage, also Verantwortung heißt für uns, welche Fragen entstehen und welche Arten von Antworten sollte man geben und wer muss das tun. Und da gibt es ja keine Natürlichkeit, sondern in Unternehmen muss das verabredet werden. Und wenn die Welt sich weiterdreht, dann entstehen neue Fragen, für die eigentlich nicht geregelt ist, wer die beantworten muss, wie sie zu beantworten sind und so weiter. Deswegen braucht man Verantwortungsdialoge. Und diese Verantwortungsdialoge, da ist mir aufgefallen, dass die Menschen da immer nur einen Teil der Perspektiven aktivieren. Dass sie nämlich sagen, also ich muss, ja, und die fragen sich aber nicht, darf ich auch? Oder wenn ich muss und darf, kann ich es auch? Und wenn ich es muss, darf und kann, will ich es auch? Und Verantwortung heißt eigentlich, alle 4 Aspekte müssen abgedeckt werden, nicht immer unbedingt in einer Rolle oder Position, aber sie müssen insgesamt abgedeckt werden, weil sehr viel Verantwortungsverschieben und, wie wir das nennen, dysfunktionale Symbiosen, also Beziehungen innerhalb deren Verantwortung oder das Unbehagen wegen nicht wahrgenommener Verantwortung verschoben wird. Also das landet dort, wo die Leute die Antworten nicht geben können. Und da, das ist ein Konzept aus der Psychotherapie, Schiffsschule, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, das ich für Organisationszwecke weiterentwickelt habe, dass man identifiziert, wenn ich ein Unbehagen habe, hat das vielleicht mit nicht wahrgenommener Verantwortung zu tun. Und dieses Schema könnte man gut auf unser Gespräch, das wir gerade hatten, verwenden. Welche Fragen sind es eigentlich, die keine Antworten finden? Wer ist eigentlich für diese Fragen zuständig und mit wem müsste man darüber unterhalten, ob es will, muss, darf und kann, um zu einem neuen Verständnis, wie das verantwortet werden soll, im System zu kommen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansichten aus den verschiedenen Bereichen und deswegen muss man Dialog darüber halten. Und jeder hat so seine eigenen Ideen und oft hat man das Gefühl, ich nehme ja was oder mir wird was zugeschoben, was zum Beispiel durch meine Organisationsrolle nicht abgedeckt ist. Ich versuche dauernd etwas durch Engagement, also durch Wollen, zu kompensieren, was ich nicht darf. Meine Rolle gibt es von der Autorisierung nicht her. Und da solche Menschen machen sich zum Beispiel kaputt, indem sie immer noch mehr lernen wollen und noch motivierter sein wollen und merken aber gar nicht, dass sie die Ausstattung nicht haben. Die Ausstattung muss von der Organisation gegeben werden. Und die müssen dann erstmal ganz anders, was ganz anderes tun, nämlich feststellen, ob sie die Autorisierung und die Ausstattung kriegen können, von wem sie die kriegen können, ob sie mit dem in eine angemessene Verantwortungskommunikation treten können. Und da gibt es sehr viele Kommunikationsmanöver, mit denen Verantwortungsdialoge abgewehrt werden. Und wir haben ein kleines Programm entwickelt, mit dem man üben kann, wie man da nicht patzig oder beleidigt wird, sondern wie man auf professionelle Weise mehr tun kann, den anderen in Verantwortung zu nehmen. Und da werden sehr viele Fehler gemacht. Und ich habe noch niemanden gefunden, der das weiterführt. Ich verschenke die Idee auch gerne. Aber da könnte man ein internetbasiertes Selbstlernprogramm machen, das unglaublich vielen was geben würde. Also wer berühmt und reich werden will. Ich habe so viele Ideen gehabt, ich verschenke sie gern.
So, das ist die Sache mit der Verantwortung. Also es ist eine ganze Theorie, aber das ist dort alles abgebildet. Ich mache vielleicht, wenn ich bei den Schemata bin, dass ich wenigstens kurz darauf zu sprechen gekommen bin, erkläre ich mal kurz, was das ist. Es gibt eine Wieslocher Kompetenzformel und wir haben das auch vorher im Gespräch ein bisschen gesehen, wir sind doch die meisten von uns durch unsere berufliche Ausbildung geprägt auf das Individuum und dessen Motivation und seinen Handlungsratus zu schauen. Und damit das nicht so einseitig ist, habe ich diesen Kompetenzbegriff erweitert. Und die Wieslocher Kompetenzformel 1 sagt, professionelle Kompetenz, und da haben wir haben einen sehr großen Bereich von Theatermetapher. Die Theatermetapher kann man wunderbar verwenden, um dass jeder sofort versteht, welche Zutaten Wirklichkeit, Inszenierungen brauchen, welche Rollen es da gibt und so weiter. Ist auch ein ganz eigener Bereich auf unserer Website. Also ich brauche Rollenkompetenz, ich muss im Prinzip meine Rolle kennen. Also zum Beispiel in dem Fall, ich muss wissen, was im Prinzip die Rolle eines Qualitätsmanagers in einem Unternehmen ist. Und es ist natürlich wichtig, dass ich diese Rolle von ihrer Rollenlogik her kenne, unabhängig vom aktuellen Unternehmen. Aber wenn ich im Prinzip weiß, wie das ist, reicht das nicht, sondern ich brauche natürlich auch die Kontextkompetenz. Ich muss wissen, wie das Unternehmen, in dem ich zum Beispiel diese Rolle wahrnehmen muss, tickt. Und da gibt es manche Leute, die verstehen eigentlich nicht, wie der Hase in ihrem Unternehmen läuft, haben auch keine Lernprozesse, wie sie das rausfinden können, gehen dann aber immer wieder auf Weiterbildung, um noch mehr Rolle zu lernen. Das ist so, wie wenn jemand im Zusammenspiel mit einer Neuinszenierung nicht zurechtkommt und geht immer wieder zurück auf die Schauspielschule. Oder es gibt Bildungsabteilungen, die schicken die Leute immer wieder auf die Schauspielschule, aber was sie lernen müssen ist, die haben ein hinreichendes Verständnis von der Rolle, sie müssen aber lernen, das im Zusammenspiel in diesem Theater zu spielen. Und das ist sehr viel mehr Kontextkompetenz. Und die dritte Zutat ist die Passung, das heißt, wie einer ist und wie einer die Rolle spielen mag und wie die Art der Inszenierungen in diesem Theater sind und mit diesem Ensemble, unter diesem Regisseur, das muss auch irgendwie zusammenpassen oder mit zumutbarem Aufwand zueinander gebracht werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man nicht kompetent sein. Und deswegen ist diese Formel, professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz mal Kontextkompetenz mal Passung. Das heißt, multiplikativ verknüpft, wenn einer dieser Faktoren runtergeht, können die anderen so hoch sein, wie sie wollen. Und für uns als Bildungsleute hilft es auch den Leuten, dass die Leute mal reflektieren, was brauchen sie eigentlich? Denn manche Leute kommen zu uns und sind in die Weiterbildung und was denen aber fehlt, ist Kontextkompetenz oder sie sind in einem Unternehmensfeld, in das sie einfach gar nicht reinpassen. Können Sie noch, Entschuldigung, ja, zu der Art der Inszenierung vielleicht ein Beispiel bringen? Ja, also da ist einer, sagen wir mal, der ist Entwicklerrolle. Der weiß, was ein Entwickler gehört, der kennt die Tools und so weiter, sagen wir mal im IT-Bereich. Und der versteht aber, der war bisher in einer kleinen Softwarebude. Jetzt kommt er zu SAP und dort kommt er als Entwickler eigentlich nicht raus, weil er die Rolle in diesem Zusammenspiel nicht kennt. Er versteht, es liegt nicht, dass er die Entwicklerrolle im Prinzip nicht verstanden hat, sondern weil er den Kontext nicht versteht. Und wenn man dann das mit ihm klärt, da haben wir Interviewtechniken, also technisch kann man es natürlich erklären, aber man kann es auch von den Seelenbildern klären. Da habe ich die Methode der seelischen Bilder entwickelt. Gibt es auch einen ganzen Bereich auf unserer Website. Wenn man den interviewt, was wolltest du als Kind werden? Wie hat das ausgesehen und so? Und du stellst fest, das ist ein Typ, der ist eigentlich immer in einer kleinen Bande, pfadfindermäßig unterwegs. Ne? Da ist seine Seele zu Hause. Und der ist ein super Entwickler und in der Bude hat es auch prima geklappt. Und das hat man bei SAP gemerkt und ihm einen Haufen Geld geboten. Und dann hat er gedacht, naja, dann mache ich es halt dort. Aber das ist nicht sein Ding, die Passung stimmt nicht. Weil die dort ganz andere Art der Inszenierung haben. Da wird immer First Class mit viel Geld flächendeckend inszeniert und nicht in Schlappen und auch mal eine Stunde zu spät kommen und basteln. Und da hat jeder so Seelenbilder, die etwas von den Lebensstilen und von den Arten, sich zu bewegen in der Welt, passen, zu ihm gut passen. Es gibt welche, da kann er sich hineinentwickeln. Und es gibt welche, da kann er sich vielleicht hineinentwickeln, kostet ihn aber zu viel Seelenkraft.
Und es gibt Leute, die gehen in Burnout, dass, obwohl sie die Rolle können, es sie zu viel Seelenkraft kostet, eigentlich etwas zu machen, was nicht wirklich ihres ist. Und deswegen ist diese Passung sehr wichtig und die Art der Inszenierung. Und es kann sein, dass jemand, oder es gibt aber auch Leute, die sind im experimentellen Theater, das sind aber so barocke Typen, ne? Das muss eigentlich ein Brokatvorhang sein und unter 500 Leute kommt er gar nicht in Fahrt. Der kann dann eben auch nicht im experimentellen Theater sein. Der muss die Rolle in einer anderen Art von Inszenierung machen. Und da hat jeder so viele Varianten und das ist gut, wenn man das weiß. Und dann kann man sagen, okay, es liegt nicht an der Rollenkompetenz, vielleicht nicht an der Kontextkompetenz, aber der Stil, in dem dort gewirtschaftet wird, passt nicht zu meiner Herkunft und ich will da auch nicht hin. Ich habe es probiert, ich kann es, aber also ich zum Beispiel, Cocktailpartys mit wichtigen Leuten, finde ich zum Kotzen, gehe ich einfach nicht hin. Deswegen musste ich ein Institut entwickeln, in dem die Leute zu mir kommen und Socken anziehen. Dann reden sie nicht so einen Cocktail-Scheiß. Und da muss halt jeder gucken, wo er hinpasst. Dann sind ja auch viel zu viel damit beschäftigt, uns auf etwas zu trimmen, was unsere Sehne nicht leicht trägt. Manchmal ist es gut, dann machen wir einen Sprung und wir erkennen uns in einer Weise, hätten wir gar nicht gedacht, dass wir so auch sein können. Ich sage nicht, dass es statisch ist. Aber man muss wach dafür sein. Das ist das Konzept. Also professionelle Kompetenz. Bitte? Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, man muss wach sein, das hat gerade Resonanz zu tun. Und meine Frage wäre, wie ist da Ihre Erfahrung? Hat es auch was mit der eigenen Klarheit darüber zu tun? Also ob man sich selber klar ist über sich, seine Bedürfnisse? Ja, man muss auch lernen, sich klar zu werden. Wir machen, das sind Spiegelungsgruppen. Wir machen in jedem Baustein gibt es eine Stunde Spiegelungsgruppen, wo jemand vorstellt, wo er ist, was er macht, wie er sich so und so. Und die anderen lassen einfach ihre Seele schwingen. Und die sagen, du, wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Gefühl, ja, du kriegst es hin, aber ich sehe dich, in mir entstehen Bilder, dass du woanders viel leichter unterwegs wärst. Und dann kriegt er das als Anregung. Und manchmal braucht man jemanden von außen, der was sieht, wo man das komische Gefühl hat, es ist mir neu und ich habe es immer gewusst. Dann ist Bingo. Aber man braucht Spiegelung oft dazu, weil man sich selbst auch irrt oder Gewohnheiten entwickelt, ein falsches Selbstverständnis zu pflegen. Und da braucht man, aber keiner weiß, wie es richtig ist, deswegen braucht es immer viele Chancen und dann klickt sich die Seele dort ein, wo es dann doch stimmt mit der Zeit. So, das ist für die Kompetenz von Individuen. Und auf der Rückseite ist die Systemkompetenz. Und das ist so die Verdichtung von dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Das sind die koordinierten Einzelkompetenzen. Also haben wir, ich habe so oft Beratungsunternehmen beraten, das sind drei gute Berater, von denen keiner Marketing kann, mit Begeisterung zusammengekommen. Und die haben sich nicht geklärt, dass sie erstens verschiedene Einzelkompetenzen haben, dass die nicht untereinander koordiniert sind, und dass die aber zusammen nicht das Profil von Kompetenzen, das man für ein Beratungsunternehmen hat, brauchen. Denn eigentlich brauchen die keinen zweiten Berater, sondern brauchen jemanden, der Marketing kann. Und dann versuchen dann manchmal so ein paar verlorene Seelen zusammen, sie einander festzuhalten, anstatt dass sie die Kompetenz dazu nehmen, die sie brauchen, um erfolgreich sein zu können. Also da kann man gucken, sind die Einzelkompetenzen im Prinzip verfügbar, so wie die Zutaten zum Kochrezept, die man braucht, ohne dass der Kuchen halt nichts wird. Wenn ich keine Hefe reintue, dann geht er halt nicht. Das ist halt so. Da kann ich noch so viel mehr reintun und noch ein Mehl dazu nehmen. Das Zweite ist, habe ich eine gemeinschaftliche Lernkultur. Also haben wir gemeinsam, jeder Einzelne hat seinen Stil, sich irgendwie fortzubewegen und zu entwickeln, aber haben wir gemeinsam eine. Also wenn es was zu lernen, zu klären und so gibt, gibt es etwas, was wir teilen, was wir nicht jedes Mal neu erfinden müssen, worauf wir zurückgreifen können, um in der Sache zu lernen und nicht jedes Mal uns zu sehr mit der Form des Lernens beschäftigen zu müssen. Und deswegen muss eine geteilte, gemeinschaftliche Lernkultur in Unternehmen entwickelt werden. Dazu haben wir ja heute schon viel gesprochen. Und die Systemkompetenz besteht darin, dass es eine hohe, vergemeinschaftete Lernkultur gibt.
Dann kannst du nämlich situativ die Leute zusammenholen und die können relativ schnell in der Art, wie sie lernen, sich finden und haben die ganze Kraft frei für das, was sie lernen wollen. Und wir haben so oft das Problem, dass die Leute zusammenkommen und jeder hat so verschiedene Arten, wie er drangehen will, dass sie nur damit beschäftigt sind, das Wie zu erfinden und zum Was überhaupt gar nicht kommen. Das kann nicht funktionieren. Und dann ist natürlich wichtig, dass das Ganze wieder passt. Also Integration, lässt sich das integrieren zu den verschiedenen Abteilungen im Betrieb, gibt es auch ganz verschiedene Stile, kann man dann gemeinsam lernen. Also wenn zum Beispiel die Entwickler zusammen mit den Maintenance People, zusammen mit den Verkäufern, die einen sind Kaufleute, die anderen sind Techniker, die drin sind wieder was anderes. Da sind ja ganze Professionswelten und Abteilungen, die durch Professionswelten geprägt sind, die da zusammenspielen müssen. Also lässt sich das integrieren. Und wenn man Lernkultur einführt, muss es eine sein, an die sich natürlich alle relevanten Teilkulturen irgendwie anschließen können. Es muss einen gemeinschaftlichen Nenner geben. Sonst hat zwar jede Abteilung ihre Lernkultur, die OE-Abteilung kann toll miteinander, nur wenn sie mit dem Rest des Unternehmens dann was machen soll, das klemmt dann immer, weil sie sie ja überhaupt nicht verstehen. Das heißt, wir entwickeln auch Arbeitsformen, die von Menschen, die nicht in erster Linie an OE und Kommunikation und Coaching und Sachen interessiert sind, relativ leicht verstanden werden. Wie zum Beispiel dieses Verantwortungsding. Das versteht jeder ohne jegliche Psychovorbildung sofort, dass es interessant ist, diese vier Komponenten zu befragen. Und so diese Art von Konzepten versuchen wir zu entwickeln und uns aus dieser Psychokult-Konzeptkultur zu lösen. Weil wir eben viel zu sehr fixiert sind, in Persönlichkeit zu denken. Da ist übrigens einer dieser Punkte, auf den ich nochmal hinweisen will. Persönlichkeit, für mich ist das, was die Persönlichkeit beim Einzelnen ist, das ist die Kultur bei der Organisation. Das sind für mich Parallelbegriffe. Und genauso vielschichtig und unterschiedlich wie Persönlichkeit ist, ist natürlich auch Kultur. Und man hat die Aneinanderkopplungsfragen, damit man sich gut versteht, die man in Beziehung hat, hat man natürlich auch in der Aneinanderkopplung von Kulturen. Und es ist immer leichter, wenn man aus einer Perspektive optimiert, aber am Ende ist es ja ein Mannschaftsspiel. Und deswegen dürfen wir auch, die wir Berater sind, also ich spreche jetzt für meinen Berufsstand, wir dürfen nicht hypertrophe Konzepte, die das, was wir toll finden, dem Kunden beibringen und in den Vordergrund rücken und uns nicht darum kümmern, was sonst bei denen ist, sondern wir müssen kleine Sachen machen, die man in den Alltag einschleust, die man ohne besondere Vorbildung relativ schnell lernen kann. Weil es gibt genug zu lernen in den Aufgaben und dem Zusammenspiel vor Ort. Und da auch wieder multiplikative Verknüpfung. Also wenn die Einzelnen ihr Job nicht können, dann ist zwar schön, wenn wir eine gewisse gemeinschaftliche Lernkultur haben, aber die kann sogar schon sehr gut sein, wenn auch sehr rudimentär, aber der Weg kann trotzdem sehr weit sein, bis die Leute zusammen eine OE stemmen können, bis der Reifegrad gehoben werden kann. Oder wenn ich lauter qualifizierte Einzelleute habe, im Prinzip auch das richtige Portfolio, die können auch zusammen sehr gut lernen, wenn die aber in einer Weise unterwegs sind, die der Markt und das Business und die Ankopplung an die Kooperationspartner und so nicht hergibt, dann ist es arm. Dann hilft das nichts. Dann sind die in zwei Faktoren super und der dritte Faktor ist ziemlich schlecht. Die Summe ist wieder schlecht. Das heißt, dann muss man überlegen, was ist unser Problem? Dann ist unser Problem nicht, dass wir noch eine Weiterbildung machen und noch toller zusammenspielen, sondern dann müssen wir zusammen lernen, wie wir eigentlich mit der Umwelt, für die wir das alles machen, eine Integration hinkriegen. Und die Passung zu den relevanten anderen Welten. Und das ist eine ganz andere Art von Maßnahme. Das kann man nicht mal mit einer Teamentwicklung machen. Da muss man überlegen, da muss man zumindest die Kunden mit reinholen in eine Teamentwicklung und so weiter. Also das sind alles Kategorien, mit denen ich über Steuerung für sinnvolle Ergänzungsmaßnahmen nachdenken kann. Und das leisten diese Schemata. Ist das verständlich? Eigentlich banal, gell, aber doch so oft vergessen. Gut, mit den Subkulturen, da gilt so ein bisschen das Gleiche wie
mit Führung, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen. Es kann, gerade weil wir ja oft Unternehmenszweige und wenn es dann international ist, dann noch unterschiedliche Nationalkulturen oder Menschenschlage oder unterschiedliche Professionszweige, die dann dominant sind in verschiedenen Unternehmensteilungen, ist immer komplexe Kulturbegegnung. Und damit wir jetzt, wenn wir von Kommunikation sprechen, nicht in Psychokategorien gehen, haben wir zum Beispiel andere Persönlichkeitskonzepte und andere Kommunikationskonzepte entwickelt, alles auf der Website. Also zum Beispiel das Kulturbegegnungskonzept der Kommunikation. Das sagt, es ist immer die Aufgabe, dass eigentlich zwei verschiedene Kulturen zusammenkommen. Weiß jeder, der verheiratet ist. Eine im Prinzip unlösbare Aufgabe, bei der man sich aber tapfer schlagen kann. Und es werden auch Subkulturen bleiben. Das ist auch gar nicht schlecht, aber trotzdem, das Unternehmen muss ja integriert agieren. Das heißt, jede Kulturbildung darf ihr eigenes Gepräge haben, so wie ihre Persönlichkeit ihr eigenes Gepräge haben kann, aber sie muss sich anschlussfähig machen. Und diese Verantwortung für die Anschlussfähigkeit, die wird oft der Selbstoptimierung zum Opfer fallen. Das heißt, unsere Konzepte, wenn wir Leute beraten, die müssen sehr auf Anschlussfähigkeit, auch zwischen verschiedenen Subkulturen, die dann durchaus, oder verschiedene Führungsstile, darf es durchaus geben, man wird nicht alle über einen Kamm scheren können. Aber man muss natürlich gucken, wie breit darf das Spektrum sein, dass das noch irgendwie integrierbar bleibt. Das sind Balancefragen, denen man sich da stellen muss. Zu den beiden Punkten, Anmerkungen, Fragen? Immer schlecht, ich komme dann so in den Redeschwall und plötzlich soll man jetzt fragen, wie, was, wo. Gut, ich nehme die Frage zurück. Was das Lernen betrifft, will ich auch nochmal auf verschiedene Ebenen hinweisen. Ich habe das heute Morgen ja schon mal gesagt. Es geht einmal darum, dass jeder selbst während seines Lernens studiert, was für ein Lerntyp er eigentlich ist. Und wir haben ja als in unseren Curricula die Aufgabe, eine Didaktik zu machen, die für ganz verschiedene Lerntypen trotzdem ein hinreichend gutes gemeinschaftliches Lernprogramm ermöglicht. Das ist eine Kunst und nicht sagen, das ist die richtige Methode und jeder muss sich da halt einpassen. Welche Schwerpunkte wir in den verschiedenen Gruppen da legen von der Methodik, ob wir mit Metaphern arbeiten, ob wir mit Schemata arbeiten, ob wir mit häufigen Wiederholungen arbeiten, ob wir mit Zahlen arbeiten, mit Beamer, mit Erzählen und so weiter. Da haben wir ein großes Repertoire und das muss dann in jeder Gruppe ein bisschen optimiert werden und dazu muss man aber eine Idee kriegen, wie lernt eigentlich jeder. Das weiß aber, kann ich nicht am Anfang fragen, wie lernst du, jetzt mache ich mein Programm, sondern die meisten Leute sind gar nicht auskunftsfähig, die haben darüber noch gar nicht nachgedacht. Wie lerne ich eigentlich? Aber wenn Lernen der entscheidende Erfolgsfaktor ist, wäre natürlich gut, wenn wir studieren, wie wir eigentlich lernen. Und dass, wenn wir mit anderen zusammen lernen, denen erklären können, du, hör mal, ich funktioniere so und so, also damit ich es auch verstehe. Beispiel, ein Lehrtrainer und ich, wir haben dauernd Knies gehabt. Unterschied im Bericht schreiben. Wenn er Bericht geschrieben hat, hat er lauter Stichwörter gemacht und ich habe gesagt, schreib ganze Sätze, ich verstehe Stichwörter nicht. Habe ich ihm Protokoll geschrieben, ganze Sätze, was hat er gemacht, seinen Marker ausgenommen, Stichwörter. Also wir haben einfach da verschiedene Stile gehabt und er musste aber verstehen, dass wenn er über Stichwörter sich gut organisieren kann oder über Mindmaps oder sonst was, für ihn ist das super, aber mit mir ist das nicht anschlussfähig. Für mich muss er ganze Sätze schreiben, auch wenn er die für unnötig hält. Und so muss man rausfinden, was man braucht, um gut lernen zu können. Und weil wir ja sehr viel kollegiales Lernen stimulieren, das ist ja das Hauptmedium des Lernens, auch im Alltag, dass wir miteinander lernen, anlässlich Kooperation und so, ist natürlich gut, wenn ich was darüber weiß, wie ich lerne und dass ich gelernt habe, zu beobachten, wie der andere lernt und mit ihm darüber in einen Metalog, wenn das nötig ist, gerade, dass wir nicht in Konflikte geraten, in Unpässlichkeiten, die nicht sein müssten, wenn jeder sich anschlussfähiger machte. Und außer, dass man das lernt, wir haben ja immer viele Schwäne fliegen, wie man ja in unserem Logo sehen kann, lernt im Rahmen unserer Curriculum, lernen die Leute, Lernhelfer für andere zu sein und Regie zu führen.
über die Arbeitsformate und über die Lernformate, die wir anzubieten haben. So, jeder wird auch Lernregisseur. Und ich habe ja heute Morgen gesagt, ich halte das für eine zentrale Funktion für wichtige Leute im Unternehmen, wenn komplexes Arbeiten immer auch Lernen, OE immer auch Lernen ist. Und man kann, wenn man von außen draufgesetzt kauft, funktioniert das nicht. Das muss embedded sein. Und das geht nur, wenn die Internen das in das Repertoire ihres Selbstverständnisses und ihres Könnens aufnehmen. Jetzt sagt einer, ich wollte aber nicht Pädagoge werden, hätte gleich Lehrer werden können. Das ist klar. Deswegen reduzieren wir das auf die wichtigsten Arbeitsfiguren und wir stellen alles Material, das du brauchst, aus unserer Schule zur Verfügung, dass du nicht auch noch selbst dann Didaktiken entwickeln musst und so. Du machst einfach die Übung, du lernst, wo sie passen, wo sie nicht passt. Die Logik steckt in der Übung, aber du kannst Regie führen, sie gut durchzuführen. Das ist das Minimum. Und dann kannst du, jetzt, da liegen übrigens diese Reifegrad-Sachen, die nehmen Sie bitte beim Rausgehen von jedem Stapel ein Exemplar. Da ist so eine Übung, Reifegrad-Prüfung. Das kann jeder, der bei uns in einem Curriculum war, in seinem Umfeld machen, weil er weiß, wie man solche Übungen anleitet. Das muss er nicht für jedes Format extra lernen. Und da haben wir eine überschaubare Menge an Formaten, nicht zu viele, weil sonst blickt keiner wieder mehr durch. Es gibt so ein paar Formate, die nach einer Zeit auch jeder kann und auch jeder alle Rollen in den Formaten kann. Und so ist das wie Klavierspielen. Spielen können sie alle. Sie können sich darauf konzentrieren, wie können wir zusammen konzertieren. Und müssen nicht jeder dabei noch auf seine Finger gucken, wie er es überhaupt machen kann. Und das sind die guten Gewohnheiten, die wir brauchen, weil wir sonst die Komplexität uns erschlägt. Und deswegen, das war ein anderer Punkt nochmal, deswegen braucht es auch nicht nur Vielfalt, es braucht auch Regelmäßigkeit und Einfalt. Es muss einfach ein bestimmtes Repertoire haben, das alle kennen. Und früher war das so, die Unternehmen haben ihre Personalleute zu allen möglichen Schulen geschickt nach dem Motto, dann kommen die zurück und dann haben wir das Beste von überall im Haus. Babylonische Verwirrung hatte man im Haus sonst gar nicht. Und jetzt ist das anders geworden, die schicken zu hier, Cum-Nobis oder ISB oder Gunter Schmidt oder wohin, regelmäßig die Leute, die kommen zurück, denen fällt es oft gar nicht erst so auf, dass sie eigentlich zu Lernregisseuren geworden sind im Laufe der Zeit. Aber dadurch, dass wir wenig angeleitet durch die Lehrtrainer machen, sondern das Hauptlernen eigentlich in Untergruppen, in kollegialem Lernen stattfindet, wir uns darauf spezialisieren, diese kollegiale Lernkultur einzuführen und alle zu ermächtigen, das auf hohem Niveau zu machen, wären die meisten eigentlich sehr gute Lernregisseure und Lernkulturspezialisten. Außerdem für die, die da noch mehr Wert drauf legen wollen, bieten wir dann nochmal ein eigenes Curriculum an, das wir nächstes Jahr starten. Ja. Also zum Verständnis, Lernen wäre zum Beispiel auch eine Vertriebsabteilung, die mehr Berater werden soll. Wie kann ich das machen, dass praktisch die Vertriebsabteilung mehr in diese Beraterrolle reinkommt? Also wie kann ich das quasi als Regisseur inszenieren? Vertrieb hatten wir? Ja, oder Betrieb. Beispiel, ja. Lernen ist ja, ja zum sagen wir mal, kein übliches Konzept ja, im allgemeinen Sprache. Da kann man unser Repertoire, das wir benutzen, genau. wir machen in Untergruppen A, B, C. A hat ein kleines Problem, B interviewt den, C und D hören zu. Und B lernt, dass er an der Stelle eigentlich nur verstehen muss, und dass er keine Lösung finden muss, dass er nicht auf der Inhaltsebene bleiben muss, dass er dem auch nichts verkaufen muss. Und C und D gucken, lernt er die Rolle, versteht er sie, hält er den Fokus, macht das mit der Zeit, hat er trotzdem was beim Klienten. Und wenn jeder in diesen Rollen mehrfach ist, dann lernt er automatisch, andere zu beraten, kann verschiedene thematische Schwerpunkte haben. Und dann machen wir noch, also das ist die kleinste, das ist die Standardvariante. Dann haben wir auch noch komplexere Variante. Jemand hat ein Problem und B, C und D bewerben sich als Berater. Das, was wir heute mal vorher gemacht haben. Wir machen eine kurze Ortsbegehung und dann sagt B, C und D, wie verstehe ich das, was glaube ich,
wohin kann es gehen und, wie, und was würde ich für dich tun, damit du vorankommst. Bietet jeder an und dann wählt A, von wem er beraten werden will. Und jetzt muss der, der gewählt wird, geht jetzt in die Beraterrolle und die anderen beiden müssen aber jetzt in die Beobachterrolle, die lernen Rollenwechsel. Also diese Rollen- und Ebenenwechsel, die die Leute lernen und lernen, diese Rollen und Ebenen zu halten. Am Anfang übt man das, indem man sich richtig woanders hinsetzt, also das anders körperlich ankert. Das ist eigentlich die wichtigste Qualifikation an der Sache. Und so werden die mit der Zeit, lernen die sozusagen die ganzen Ebenen und Perspektiven von guten Lernprozessen als Lernhelfer. Ob man das nachher Beratung nennt, ich habe das, diese Unterscheidung mache ich nicht mehr, ich nenne es Learning Conversations. Unreife Anfragen. Also das ist auch das Thema Monokultur, habe ich gesagt. Natürlich ist, wenn es zu mono ist und vor allen Dingen nicht passt zu dem, wofür die Organisation da ist, ist blöd. Aber Vielfalt, die nicht ausgerichtet und nicht hinreichend reduziert ist, macht jedes Unternehmen genauso kaputt. Die laufen in alle Richtungen und nicht gemeinschaftlich irgendwo hin. Und man muss natürlich lernen, was muss man stabilisieren und was muss man locker lassen. Die Dagmar Wötzel, eine meiner ältesten Schülerinnen, die bei Siemens schon seit vielen Jahren ist, dort eine hohe Position hat, die macht gerade eine Doktorarbeit zu dem Punkt. Und die sagt, die meisten Unternehmen machen den Fehler, dass sie eigentlich ständig ihre Organisationsform verändern. Und dadurch ständig damit beschäftigt sind, die Veränderung ihrer Organisationsformen zu bewältigen, die kommen dann gar nicht zu ihrem Geschäft, für das sie eigentlich die Organisationsformen ändern. Also sie verwechseln, was man stabil halten muss und was man ändern muss. Und deswegen müssen die lernen, dass sie bezogen auf ihre Organisationsformen viel höhere Stabilität brauchen, damit sie flexibel werden für das Geschäft, für das sie da sind. Und wenn man da allgemein die Ideologie hat, ganz flexibel sein und immer dauernd alles losmacht, entsteht keine leistungsfähige und stimmige Wirklichkeit. Also das, was dann richtig ist, weiß man immer nur im konkreten Fall. Wir können nur Arten von Scheinwerfern und was man damit betrachten kann, aufzeigen. Wir können nicht sagen, was im einzelnen Fall da zu sehen sein sollte. Das kann man immer nur im konkreten Beispiel. Aber da wird es auch schnell ziemlich einfach, wenn man das konkrete Beispiel hat. Unreife Anfragen. Das ist ein großes Problem. Ich kann nur sagen, wie zum Beispiel einer meiner Kollegen, der ein Beratungsunternehmen hat, wie der das macht, der geht zum Beispiel einfach nicht mehr auf Pitches, klassischer Art. Der sagt, wissen Sie, wenn Sie bei mir anfragen, heißt das, dass Sie irgendeine Idee haben, dass sich das bei uns lohnen kann. Wir machen einen anderen Deal. Sie kommen zu dem Thema, zu dem Sie was machen wollen, mit 2, 3 Leuten, die dafür wichtig sind, zu uns und ich komme mit 2, 3 Beratern und Sie... Das kostet erstmal gar nichts. Sie erzählen mir mal einen halben Tag, welches Problem Sie lösen wollen und dann sagen wir Ihnen, was wir glauben, welche Art von Dienstleistungen Sie brauchen. Und nicht mehr die Idee, die Leute haben irgendeine Vorstellung, was für ein Problem sie haben und welche Dienstleistung sie dafür haben wollen und jetzt klappern sie die Anbieter ab, wer das am billigsten und umfassendsten machen kann. Und sobald man nur ein bisschen nachklopft, welches Problem wollen die eigentlich damit lösen, merkt man, dass man deren Diagnose nicht teilt und deren Vorgehensweisen schon gleich gar nicht. Das ist natürlich schwer, wenn man erstmal in einem Setting ist, wo dann die Leute sitzen und einen bewerten wollen und feste Schemata haben, hat man es schwer. Also immer gleich am Anfang versuchen, das System zu drehen. Mein Kollege Marc Miener, der ist da ein bisschen Reinicke Fuchs-mäßig, der sagt, das kann ich mir gerne überlegen, wie wir das alles genau machen würden, aber davor brauchen wir noch mal eine halbe Stunde mit ihrem Geschäftsführer, dass sie sicherstellen können, dass das auch wirklich das ist, was er braucht. Und sie hören einfach mal zu und wir reden nachher mal darüber, ob das war, was sie wollten. Und dann fängt er ein Interview mit dem Geschäftsführer an und nach einer Zeit merkt man, da entsteht eine ganz andere Welt. Und dann hat er den dann oft schon überzeugt und das mag nicht jeder Personaler, der sich so schön sein Sandkästchen zurechtgerückt hat. Aber natürlich ist es toll, wenn in der Personalabteilung jemand sitzt, der bei uns gelernt hat, weil der kommt von vornherein nicht mit solchen schematischen Vorstellungen daher. Und da kommen dann die Kulturen zusammen. Aber manchmal, ich sage nur Elternabend. Also wenn Elternabend droht, hat es eigentlich auch gar keinen Sinn. Selbst wenn man gewinnt, was gewinnt man denn?
etwas, was hinten und vorne nicht passt. Gut, wenn einer sonst nichts zu beißen hat, reden wir nicht drüber, aber sonst. Und dazu muss man wissen, wer man ist, für welche Konzepte, für welches Programm, für welche Art von Maßnahmen, für welche Art von Zusammenarbeit von Professionellen, externe und interne man eigentlich steht. Also man braucht eine Identitätsbildung, man braucht ein Profil der eigenen Firma, man braucht eine Programmatik. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich bin für Kommunikation und irgendwie mache ich bei allem irgendwie mit. Kommunikation braucht man immer. Diese Art von Geschäft wird aussterben, sage ich voraus. Bevor, es, wenn jetzt einige schon weg müssen, können wir gerne an der Stelle stoppen. Also ich antworte einfach nochmal, reagiere nochmal auf Folgefragen, wenn das gewünscht wird. Und sonst gehen wir dann zum Abgesang. Oh, ist sogar schon 2 Minuten nach 5. Bin ich ja wieder der, der die Zeit vergessen hat. Ich rede halt so gern. Wenn ich meinen Fahrt komme. Dankeschön. Und, die Papiere, wollen Sie die mitnehmen? Reifegrad. Haben Sie schon? Gut. Gut, also ja, habe ich mich wieder verschwätzt ein bisschen, ja. Kurze Resonanz zu heute als Abgesang. Wer gern was sagen möchte, muss nicht, aber darf. Ich würde ganz gerne was sagen, vielleicht auch so zum Rahmengeber des heutigen Tages, ohne dass ich jetzt groß aufstehe. Ich bin heute Morgen hergekommen mit Neugier und mit Spannung auf den Tag. Und für mich hat man gemerkt einfach, wie viel Erfahrung und wie viel verschiedene Ebenen und wie viele verschiedene Themen sie mit einbringen. Das heißt, für mich war der heutige Tag, wenn mir kommt so ein Bild, Reduktionen, also von der Soße. Die muss ja lange köcheln, bis wirklich das Beste rauskommt. Ich habe ein ganzes Buffet bekommen an Reduktionen. Das wird bei mir persönlich jetzt noch einige Tage brauchen, bis ich das verstoffwechseln kann. Aber es war sehr, sehr reichhaltig und man merkt einfach die lange Erfahrung, die da dahinter steckt, um diese guten, the good stuff, also diese guten Reduktionen rauszuholen. In diesem Sinne sehr, sehr vielen Dank von meiner Seite. Dankeschön. Kann man als Schlusswort nehmen, oder? Dann bedanke ich mich auch, weil Zeitdisziplin ist mir wichtig und ich habe schon überzogen jetzt. Dann hören wir jetzt auch wirklich auf. Ganz aufhören. In der Pause hat mir jemand gesagt, wow, jeder systemische Tag ist ja ganz anders. Das letzte Mal mit viel Fantasie, sehr viel Konzepten, auch fürs Weiterkommen im Intellekt. Das nächste Mal wird ganz viel mit Intuition sein und ganz viel mit dem Bauch. Das heißt, da wird der Herr Dr. Horn kommen mit Organisationsaufstellungen und ein bisschen gemeinsam experimentieren. Also für die einen weiteren Edelstein in seine Schatzkiste oder in die Schatzkiste legen wollen, sind herzlich willkommen am 26. Oktober 2017, dass wir uns da wieder treffen. Vielen Dank. So, ich bedanke mich für die Einladung und Ihnen allen ein gutes Weiterkommen. Ich gehe Richtung Ruhestand und bin zufrieden. Nun macht mal schön. Und das wird später alles noch per Video zugänglich. Also wer das nochmal hören, sehen will, hat Möglichkeiten. Wir schicken es hierher dann. Okay. Wir haben unsere Detektive losgeschickt, um ein bisschen was über sie herauszufinden. Und Reduktion wäre jetzt Bild, das mir gekommen ist. Und Sie sind ja auf der Reise jetzt, also quasi nach Hause. Und zu Hause wird Sie was erwarten, was mit Toskana zu tun hat. Und wo wir sehr, sehr hoffen, dass Sie sehr viel Freude damit haben und auch vielleicht da ein bisschen am Wochenende genießen können. In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Krieg schon Fantasien. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und allen eine gute Zeit.